Das ist so eine perfekte schiefe Linie. Weil denkt dran, wir werden beobachtet. Macht der Hai ist in der Nähe oder der Hai ist in der Aufstellung? Also der mit im angetretenen mit drin steht und der Highest Ranking, der würde mir das Achtung geben, aber wir haben noch 3 Minuten. Achso, Wir wir sind. fangen erst um 20:05 Uhr an. Genau, ich plane das immer so ein, dass dann auch noch die Leute Zeit haben, wenn sie ein bisschen spät dran sind. Wie jetzt zum Beispiel Rico ist ja gerade am Join. Und sind Dann ja mache auch ich noch das. nicht alle Dann da. nehme ich mir die Minute noch. Wie Ja, an der gern. Uni, das akademische Zwölftel. Da kommt auch noch einer. Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit. So Rico, einmal SL ziehen. Ganz wichtig. Im Ernst? Im Ernst, ja. Nicht im Dieter. Er hat den Hello Kitty Schal natürlich. Pumpkin, einmal SL ziehen, nicht dein normales Ah, Loadout. Entschuldigung. Zum Glück ist der Schal wieder weg. Slow ist nicht da, so wie ich sehe. Oder? Ja. Okay, alle pingen jetzt. Wer braucht denn da zwei Unterstützung? Ich kann das doch gar nicht. Es hieß gerade, wir sollten pingen. Dann, ja. Wer steht denn da hinten so einsam und verlassen? Das könnte Stuffel sein. Ah, ja. Der hat gerade irgendwie ein Mentorenmodul, glaube ich. Ja, ich wurde auch schon vergewaltigt. Ja, die hatten Probleme Okay. mit Akre irgendwie. Ja, ich weiß, ich wurde auch schon gefragt. Deswegen bin ich hier erstmal ohne Acker rumgelaufen. War noch im TS. Aber es scheint jetzt schon mal mehr zu funktionieren als vorher. Ja gut, Männer, kommt, da gibt's noch was. Ich wollte gerade sagen, da fehlt Pings, mehr Pings an Slow. Ach, das meintet ihr mit Ping, okay. Ja. Gut, 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 ist gut. Reicht. Wenn ich das hier im Weg stehe. Gut. Alles gut. Willst du noch Also dann, warten oder? Weil Slow ist ja, tendenziell online ironischerweise, auf Discord. wenn du Tab drückst, gehst mit dem Maustast, schreibst du ja, ist Tab immer und nur dann kannst slow. du automatisch natürlich bitten, dass du das ein bisschen leiser machen kannst. Ja, das ist ja dein Problem. Jo, hab ich auf den minimalsten Balken. Dann komm mal mit. Das Gut. ist, passt ganz gut. Wir sind jetzt kurz ruhig. Dann siehst du nämlich Prozedur antreten. Gleich in live und Du, Farbe. ihr könnt, du kannst auch das gleich mal nutzen und zeig ihm mal, wie er sich anstellt. Macht mal die Linie doch mal gerade, Männer. Jungsvorbild, das ist ein neuer. Gut, pass auf, du kommst jetzt mit hier hinter. Ihr seid aber weniger wie 9, gell? Ja, sehr schön. Das ist nicht gerade, da fehlt ein Stück. Ja, ich sehe das nicht, ich richte mich aus, drehe Also mich zur um und dann bin ich Information, fertig. Jetzt ist gut. die stellen jetzt quasi, du hast an der Seite, wirst du auch gleich sehen, beziehungsweise kannst du Bin das noch bei mal mir nackig. angucken, hast du ja den Adler von der 101. Ja.
Die Jungs tun den jetzt quasi zentrieren, laufen so lang ran, bis er nicht mehr laufen kann, zentrieren den Adler. Waffe an der Schulter nicht vergessen. Und drehen sich dann nach links. Wichtig, die Waffe muss geschultert sein beim Antreten. Wenn die dann so stehen, drücken die doppelt alt, dass sie quasi nur noch den Kopf bewegen, damit auch die Position nicht mehr verändert werden kann. Also du kannst mal bestimmt probieren, ich glaube die Zeit haben die Jungs. Ich hoffe, wenn ich jetzt störe. Alles gut. Du störst immer keine. Wird später in Rechnung gestellt. Ich bezahle das gerne. Beim Spendenmarathon. Solange die Katze weggesperrt ist, ist alles gut. Genau, in dem Fall wird sie jetzt noch ein Stück nach vorne müssen. Also ich gucke dann immer noch mal nach unten, nach dem Fußstellung am Nebenmann. Und gehe dann noch, genau. So wäre es perfekt. Alles klar. Gut. Dann, das sieht doch schon mal gut aus. Kannst du aus dem Glied gehen und dann erklär ich dir was. Lassen wir die erstmal fertig machen, dann kann ich dir dazu noch was sagen gleich. Achtung! Rührt euch! Gut, dann legs um! Ohne Tritt, mir nach! Also was du jetzt quasi gesehen hast, ist Standardkurzspur. Jetzt sind nur bei Training. Moriarty, du musst mitgehen. Gibt das? AFK. Auch bei Missionen ist ja, das natürlich ab und zu der Fall. Schön zu sehen war quasi, dass das Wort Achtung in zwei Teilen gegliedert worden ist. Also du hast doch, dann setz dich mal hin. Und dann das Punkt. Acht steht quasi als Signalwort. So, wir fangen an mit dem ersten Tagesordnungspunkt. CTEP. Die wenigsten von euch hatten das schon mal, beziehungsweise die wenigsten wissen, wie sie es in seiner Gänze nutzen können. Dementsprechend, wer es noch nicht hat, wahrscheinlich ist euer Medic-Menü auf H. Damit öffnet ihr aber parallel auf Standardeinstellung euer CTEP. Wenn ihr dann eins bei habt, was ihr jetzt durch das SL-Kit auf wundersame Weise habt. Ihr könnt das ganze Ding auch groß machen. Mit Steuerung H, dann habt ihr das einmal als großen Bildschirm vor euch. Probiert das mal aus. Ihr könnt dann entweder dieses Medic-Menü einmal umbinden oder für das Training, wenn ihr sagt, das werde ich jetzt eh nur für dieses Training brauchen, dann müsst ihr das halt zwischendurch einfach nur mal schließen, wenn ihr das CTAP benutzt. Wenn ich eine Empfehlung geben kann für CTAP, J und Steuerung J, weil an das Medic-Menü habt ihr euch gewöhnt, das kriegt ihr nicht raus. Also wenn ihr das nicht von Anfang an irgendwie umändert oder euch lange auf Umstellung angewöhnen wollt. Oder ihr benutzt das Medic-Menü nie, dann braucht ihr euch da auch nicht umgewöhnen. Ja genau, wenn ihr direkt umfallt wie Kura, dann ist auch kein Problem. Jo. Theoretisch geht es natürlich auch noch über das Ace-Menü. Es würde auch über das Ace-Menü gehen, das ist richtig. Ich denke mal, dann hat jeder soweit. Oder irgendwer braucht noch wer? Hat jeder mal das CTAP groß? Ja. 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 Gut. Also, ihr seht jetzt, wir haben hier ganz, wenn ihr könnt mit Mausrad rein und rauszoomen. Wenn ihr jetzt ganz dicht dran zoomt, dann sind da ganz, ganz viele kryptische Bezeichnungen. Alpha 4.5, Bravo 1.2, Bravo 1.3. Der Zeus könnte das jetzt einmal übermalen und da unsere Kennung hinschreiben. Ich glaube, bei sich hat das schon getan, ja. So könnten wir jetzt im Feld sehen, wer heißt wie, weil so ist es Slot gebunden. Ich würde dann zum Beispiel als 3-1 angezeigt werden. Coco hat dann 3-1 Bravo, Moriarty hat 3-1 Alpha auf der Karte. Und so können wir das sehen. Dann habt ihr da links dieses graue Fältchen. Da steht jetzt eine Zahl drin. Wenn ihr über euch selber hovert, müsste da drin stehen 145 167. Das ist die aktuelle Koordinaten oder der aktuelle Planquadrat, in dem wir uns befinden. Wenn ihr jetzt mal einen Planquadrat nach rechts macht, dann werdet ihr sehen, die Zahlen passen sich an. Dementsprechend können wir immer sehr gut bestimmen, wo wir gerade sind. Wir haben da so einen kleinen Sheet-Mechanismus, beziehungsweise oben rechts steht nochmal dein aktueller und der unten links passt sich dem an, wo der Pfeil gerade ist. Darunter ist noch eine 18 Meter. Ich möchte meinen, das ist deine Elevation. Korrigiere mich jurisch, falls das nicht so ist.
Also wir befinden uns gerade 18 Meter über dem Meeresboden. Und dann die Zahl darunter, die Spiegel. Sich dann... Genau, über dem Meeresspiegel. 18 Meter. So, und dann darunter ist dann die Distanz zwischen euch und dem Pfeil. Sprich, wenn ich jetzt wissen wollen würde, wie weit ist denn jetzt Shakia, eine Stadt entfernt, diese Kirche, dann könnte ich euch sagen, es sind genau 3905 Meter durch mein C-Tip. Deswegen sind wir da relativ präzise in der Meterangabe. Dann die unterste sagt euch die Gradzahl an, von eurer Position aus gesehen an, wo euer Pfeil hinguckt. Hier zum Beispiel im Osten, Nordosten, haben wir diesen Turm, der ist von meiner Position genau 066 Grad. Kann ich alles sehr genau mit diesem C-Tab bestimmen. Fragen dazu? Nicht der Fall. Dann können wir, wenn wir doppelklicken auf die Karte, geht ein Menü auf. Unterteilt sich in Enemy Salute, Medical, General und Exit. Exit ist einleuchtend, ne? Damit beenden wir dieses Menü. Gehen wir auf General, öffnet sich etwas. HQ und LZ ist, werden wir eher weniger brauchen. Medical, da wäre höchstens der CCP interessant, den wir da markieren können. Der Rest ist auch eher so, vielleicht noch Casualty. Und dann Enemy Salute, das sollten und wollen wir öfter nutzen. Da gibt es Infantry, Mechanized, Motorized, Armor, Helikopter, Plane. Und Unknown. Unknown, okay, ne, würde ich mir auch klemmen, das zu markieren. Das ist nicht ganz so wichtig, das würde ich nur so melden. Flugzeug zu markieren, gut gedacht, aber naja, bis wir ihn markiert haben, ist er schon Kilometer weiter weg. Helikopter macht bedingt Sinn, wenn der irgendwo hovert oder irgendwo gelandet ist. Aber ansonsten ist auch ein sehr schnell bewegendes Ziel. Da macht höchstens die Richtung noch Sinn. Komme ich gleich zu. Panzer ist immer gut. Motorisierte Infanterie. Also alles, was ein Techie oder ein Jeep hat, mit und ohne Infanterie. Das werden wir damit markieren. Mechanisierte Infanterie ist alles so APC, Infantry Fighting Vehicle, also AFVs. Also BMP 1 bis 3 oder 4. Und die ganzen anderen Kettenvarianten. Da fällt aber auch dieser BTR, also auch alles, was gerädert und gepanzert ist, mit einer Kanone obendrauf, würde ich als mechanisiert markieren. Dann kommt Infanterie. Wenn wir auf Infanterie draufdrücken, dann haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, die Größe einzustellen. Das funktioniert auch bei dem anderen. Auch Singular, ne? Einzeln, Patrol, naja, so 4 Mann, Squad, 9 Mann, Section, ihr kennt das Spiel. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Singular nehme, dann unterteilt sich bei Infanterie das nochmal in Rifle, also ein einfacher Infanterist, Maschinengewehr, Panzerabwehr, Static MG, statische Panzerabwehr, statische Luftabwehr und Mörser. So, dann machen wir jetzt mal ein stationäres MG. Dann kann ich auch noch sagen, ist es stationär, bewegt es sich in irgendeine Richtung? Nord, Nordost, Ost. Und so könnte ich dann eine relativ genaue Markierung vom Feind geben und der hat auch einen Time-Marker. Wenn ich, das ist jetzt für Koko und Moriarty interessant, wenn ich eine dieser Markierungen referiere, also ich sage, Feuer konzentrieren auf das stationäre Maschinengewehr Markierung 1004, dann meinen wir damit meist diesen Zeitmarker, weniger die Koordinate. Weil es ist relativ selten, dass dann mehrere Ziele in der gleichen Zeit markiert werden, beziehungsweise dann ist das meist so ein Cluster und damit doch relativ eindeutig, was man meint. Und natürlich auch für alle Ersatzteamleader, damit ihr wisst, was gemeint ist. Fragen dazu? Ja, Frage, wie kann ich den wieder wegnehmen, wenn ich ihn einmal gesetzt habe? Sehr guter Einwand. Einfach entfernen drücken, dauert einen Moment. Ah, okay. Ihr könnt auch Marker von wem anders löschen, also das ist auch möglich. So, ich habe noch ein bisschen Zeit eingeplant, wo wir ein bisschen was markieren. Ich würde den jetzt weitermachen. Oder hat noch wer direkte Frage, die ihn jetzt brennt auf der Zunge? Nein. Gut, soweit zur Karte. Gibt aber auch noch andere
ein anderes nettes Feature. Wenn ich jetzt mit wem kommunizieren muss und das ist gar nicht so wichtig, aber ich möchte damit auch den Funk nicht blockieren, dann könnte ich auf dieses Häuslein da klicken. Dann komme ich in ein anderes Menü. Da gibt es dann Delete und Compose. Weil wenn wir über Compose, dann können wir Compose Messages. Also wir können wem eine Nachricht schreiben, dann taucht jetzt hier jeder auf, der einen CTAP hat, und dem kann ich eine Nachricht meiner Wahl schicken. Und das ist dann das Lustige, wenn ihr so einen Vibrationssound hört und ihr denkt, euer Telefon in Real Life geht, aber nein, das ist tatsächlich denn das Tablet bzw. CTAP. Schreibt mal einfach Coco eine Nachricht. Und Coco, hast du Empfang? Ja. Ja, und da hat er gleich zurückgesendet. Und die können wir halt jetzt auch löschen, ne, wenn wir sagen, okay, gelesen, gelacht, gelocht. Und wenn ich wieder zurück möchte, kann ich entweder wieder aufs Häuslein drücken. So war das. Dann gibt es noch diesen Button mit Map Options. Da könnte ich jetzt noch die Größen einstellen dieser Markierung, die wir auf der Karte haben, und Text an- und ausschalten. Noch ein bisschen rumspielen. Habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschafft, weil die Standardeinstellung gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe da noch nichts vermisst. Aber ihr könnt da gerne natürlich dran rumspielen. So. Gucken wir auf die Zeit. Aber wir liegen sehr gut. Also, wir können jetzt mal ein bisschen markieren. Markiert mal bei dem 773 Meter entfernten Richtung 066 Grad dieser Strommast, markiert da mal einzelne Panzer, die sich in unsere Richtung bewegen. Wir sprechen von T-72 und so ein Kram. Wie viel Meter entfernt war das? 770 Meter rund, 066 Grad, Grid Square 152170. Markant, Markierung mit Strommast. Und du willst Panzer? Genau, Panzer, die in unsere Richtung, sprich nach Südwest verlegen. Genau. Jawohl. Okay, Panzer. Ja, das war jetzt einmal, war das mechanisierte, motorisierte? Nee, das motorisiert. Motorisierte sein. Infanterie. Genau, Panzer, ne, war dieses mit dem Kreis in der Mitte von dem Symbol. Oder oval. Ähnlich wie die Panzerkette. So merke ich mir das immer. So, dann markiert mal Richtung 1, 2, 8 Grad, 879 Meter, also rund 880 Meter. Markant, Markierung, die aussieht wie eine Glühbirne. Da kommt ein Squad mechanisierte Infanterie. Die kommen auch auf uns zu. Markiert mir das mal. Ne, die fahren jetzt, das ist nicht auf uns zu. Auf uns zu wäre Nordwest. Denn. Ein Squad Infanterie? Ein Squad mechanisierte Infanterie. Ach, mechanisierte, Entschuldigung. Das ist motorisiert. So, nächste Markierung. Ich möchte ein stationäres stationäre Maschinengewehre auf der Tankstelle Richtung 043 Grad 1085 Meter. So. Stationäre Maschinengewehre. Ist auch so eine Literatzahl. 043, wie viel Meter? 1080. Ach, 1080. Ja, ein bisschen weit weg, aber nee, soll nicht auf uns zukommen, soll stationär sein.
Was war das, ein MG? Stationäres Maschinengewehr. Sprich, eine Dischke auf dem Dach. Jawohl, die sitzen. Gut, auf ein letztes. Auf der Anhöhe 9,1 Richtung 267 Grad, 1735 Meter entfernt, Infanterie in Platoonstärke, die sich von uns wegbewegt. Die flieht Richtung West. Soll mir zum CTAP reichen oder hat da noch wer Fragen zu? Nö, passt. Ja, außer die Frage, wie kann man seine eigene Kennung ändern oder kann man das gar nicht? Kann das, das kann nur der Zeus. Okay, alles klar. Ist die Kennung von der Person oder vom CTAP abhängig? Das ist slotabhängig. Also du kannst zum Beispiel den Slot halt vordefinieren. Unsere Slots haben ja schon Kennungen. Und da kannst du dann halt vom Server her aus eingeben, dass dieser Slot, der soll dann auf der Karte, wenn er einen CTAP hat, als 3-1 angezeigt werden, zum Beispiel. Ah ja, und das ist halt für die gängigen Slots überall schon vordefiniert. Genau. Mein Slot hat halt, wenn ihr jetzt auf meinen gehen würdet, dann würdet ihr auf dem CTAP als 3-1 angezeigt werden. Deswegen ist ja zum Beispiel Matze, wenn er denn mal wirklich angekündigt Stellvertreter macht von Moriarty, der geht dann auf seinen Slot, damit er als Bravo-Team-Lead angezeichnet wird und nicht diese kryptischen Bezeichnungen hat, mit denen dann wieder keiner was anfangen kann. Daher die Bewandtnis. Deswegen sind die Slots ja auch so wichtig. Alles klar. Noch Fragen? Ich habe langsam das Gefühl, ich hätte vielleicht nicht. Ah ja. Gut. Reicht dazu jetzt. Angstthema für alle, die nicht NCOs sind. Daddy, das große Funkgerät. Es ist denkbar simpel. Ihr wählt es einfach mal aus, als würdet ihr auf das 343 raufgehen, also einmal groß machen für euch. Da sind in der Mitte viele Knöpfe, die interessieren uns erstmal nicht. Da gibt es oben ein Rädchen, wo Change Channel ist und links oben Lautstärke. Und wir drehen so lange den Channel, bis wir auf der 14 sind. Und tada, wir sind auf unserem Platoon-Kanal. Also Kanal 14 ist der Kanal, wo ihr euch dann melden, falls ihr so eins in die Griffe kriegt, beziehungsweise ihr findet meins und das ist warum auch immer verstellt. Einfach oben am Rädchen drehen, bis die 14 da ist und dann kriegt ihr Jurisch, Asator und das Telefon. Und auch alle anderen Squad-Leader sollten auch diese ausgefallen sein. Also wir kriegen praktisch Platoon-Ebene und Squad-Leader, keine Team-Leader. Genau. Die haben ja nur 343 standardmäßig. Also da erreicht ihr 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-7, 3-6, 3-Romeo. Frage? Haben die restlichen Tasten auch noch Funktionen? Ja, die sind aber nicht ganz so wichtig. Also es gibt noch, du kannst da sehr viel an diesem Funkgerät rumspielen, aber wir machen es nicht so tief. Es gibt noch einen Clou, den ich euch zeigen möchte, das müsst ihr euch auch nicht merken, das ist nur so ein Net-to-Know. Sollte auf Kanal 14 wirklich kein Schwein mehr zu erreichen sein, dann gibt es die Möglichkeit, auf die 5 zu wechseln. Kanal 5, das wäre die Funkfrequenz, auf der die Kompanie unterwegs ist. Aber auch nur die Kompanieführung. Sprich Jay und Högi und Lennart. Die kriegt ihr auf dem Funkkreis. Es gibt aber auch noch die Kompanieebene. Das ist Kanal 18. Aber wer jetzt mal versucht, auf Kanal 18 zu drehen, wird merken, ach du Gott, bei 16 hört das ja auf. Dann gibt es diese Taste, die GR. Wenn ihr da drauf drückt, dann ändert sich das Bild auf Group.
Da drückt ihr den Pfeil nach oben, dass ihr in Gruppe 2 kommt, drückt einmal auf Enter und tada, ihr seid in der nächsten Gruppe und auch da gibt es dann die 18. Und da erreicht ihr die komplette Kompanie, sprich sollte das HQ in komplett ausgefallen sein und unser Platoon ist auch ausgefallen, alle die Führungsebene, dann könntet ihr da die Chance haben, Able 2 und Able 1 zu erreichen. Ist bis jetzt auch nur einmal vorgekommen, dass ich das brauchte. Aber auch nur, weil ich mal in die Verlegenheit gekommen bin, Jurisch zu ersetzen, weil er verhindert war. Aber ne, falls ihr mal in die Situation kommt, ihr habt es schon mal gehört, das werden wir jetzt auch nicht weiter verfestigen. Das reicht aus, da ihr das eigentlich so nie in die Finger kriegt. Nochmal Frage? Ja. Die Frequenzen stehen ja, wenn dann, immer in den Briefings drin, oder? Ja, wir haben ja diese Funktafel. Genau. Diese große gelbe. Da steht das alles nochmal drin, wie er wen erreicht. Das heißt, wenn man sich merkt, dass es in der Funktafel drin steht, dann ist das schon die halbe Miete. NCOs brauchst du zwar nicht grüßen, aber ich grüße trotzdem zurück. Ja, ich habe eine andere Frage. Wie lange braucht ihr ungefähr? Wir laufen jetzt weg, panisch. Alle auf und weg. Also panisch muss nicht sein. Ich wollte euch nicht verscheuchen. Nein, nein, wir sind wirklich gerade fertig. Wir haben Angst vor der Katze. Das war gemein. Gut. Wir liegen erstaunlich gut in der Zeit. Bin ich ein wenig zu schnell? Überhaupt nicht. Oder geht das so? Nö, das passt. Ich meine, die meisten Basics haben wir ja drauf. Es geht ja bloß um die Feinheiten. So, ich würde... Becky, wollen wir dich eventuell vorziehen, weil du brauchst ja einen M-Rap, oder? Ja, können wir machen. Ich würde fast vorschlagen, dass ich mir mal eine Medic-Ausrüstung nehme. Können die anderen eigentlich auch, was ist echt kupfig gesprungen. Genau, also alle, die 1-4-8er und C-Tap ist ja jetzt durch, dann kann jetzt jeder wieder auf TL bzw. auf seinen Post-Team wechseln. Halt das jetzt einfach. Die Formation gelaufen. Ich kann es auch ne, du brauchst ja noch ein 3-4-3. Weißt du, die habt nur eins. Wir brauchen nachher allerdings auch noch einen echten Verwundeten. Mit Bots geht's nicht, habe ich gestern getestet. Ne, wir müssen sowieso zur Shooting Range, sonst verlegen wir gleich zur Shooting Range und dann wird der liebe Sky uns einen spawnen. Das hört sich gut an. Ich habe hier schon wieder so viele Captain Underpins. Naja, magst gut. Du anreißen, was du mit deinem ominösen M-Raps vorhast? Aber wir verlegen erstmal zur Shooting Range. Okay. Die Sicherung, ich denke, du kannst ja denken. Ich war Makura unterteilt in einer Mission. Mein Beileid. Ja, wirklich Beileid. Ich durfte seinen Javelin schleppen, war scheiße. Ja, das ist es. Entweder hat's Jurisch oder. Aber das Kura. War Pulau. Oh, das ist schon lange her. Ja. Schau, Kotzbremse. Ich brauche einmal ein M-Rap. Für? Das muss ich Specky fragen, wofür er den braucht, aber ich brauche einen. Für eine kleine Übung. Gut. Einladen vom Verwundeten. Wir nutzen aber im dritten keine M. Ist wurscht, stell mir irgendein Fahrzeug hin. Es ist wirklich egal. Was? Okay. Box 2. Sky. Wunderbar. Der steht schon. Der ist schon da. Mit ohne Besatzung eventuell? Ohne Besatzung, ja genau. Der ist ohne. Der ist nackt. Bei mir sitzen da welche drin. Da saßen vorher welche drin. Ne. Okay. Ura hat heute generell ein paar Probleme. Ja, aber die Captain Underpants sind weg.
Gut, Specki ja, hat das Wort. Gefixt. Danke, danke. Also, wenn ihr heute in den Chatkanal vom 3.1er reingeguckt habt, habt ihr eine kleine Datei gesehen. Die könnte sich vielleicht für die Teamleader und den Squadleader lohnen, mal zu überfliegen, damit ihr wisst, was eine Medic ungefähr erwartet. Ihr müsst es nicht verinnerlichen, ihr müsst es nur ungefähr erahnen können. Es gibt ein paar Punkte, die ich mit dicker Schrift hervorgehoben habe. Die möchte ich hier mal ganz kurz durchgehen, damit wir das zukünftig auch verinnerlichen. Das sollten auch die Mannschafter im Kopf behalten. Ich fange mal an. Bitte nicht lachen. Einige Sachen davon sind wirklich trivial. Ein CCP sollte in sicherer Position eröffnet werden und er sollte nicht zu oft verlegt werden. Eine Verlegung eines CCPs dauert sehr lange, kostet einen Haufen Zeit und bringt die gesamte Ordnung durcheinander. Also geht lieber mal 20 Meter weiter weg und macht dann dort einen ordentlichen CCP, als dass ihr den CCP zu nah an der Kampflinie einrichtet. Fragen? Keine. Nein. Anmerkung? Ja. CCP wird eigentlich von einem NCO aufgebaut, deswegen haben die Mannschaft da wenig Einfluss. Das ist die optimale Einstellung, wenn es ein NCO macht, wenn da noch einer verfügbar ist. Kommt aber leider auch vor, dass wir keinen haben. Wir haben ja Prioritäten im CCP. Ganz kurz, Medics, ganz lange nichts, Führungspersonal, Mannschafter. Es gibt eine Sache, die habe ich auch die Tage mit Lennart durchgesprochen und auch mit ein paar anderen Leuten. Auch hochrangige Personen, die extrem schwer verletzt sind, werden nicht bevorzugt behandelt. Wenn ich hier also einen Jay oder einen Hüge auf dem Boden liegen habe, der 20 Minuten Operationszeit hat, dann kommt er einfach nicht als erster dran, egal wie wichtig er ist. In der Zeit kann ich 10 andere Leute aufheben und so wichtig kann niemand sein, dass ich ihn dann bevorzuge. Das stelle ich hier nur mal fest. Man kann mir anderes befehlen, aber ich werde dann ganz böse mit den Zähnen knirschen. Fragen? Keine. Moment, ich muss bloß mal in meinem Skript scrollen. Ich finde das gut, Specki. Noch etwas. Ein Medic, der alleine arbeitet, ist nicht sehr effizient. Also werde ich mir zukünftig die Freiheiten nehmen, öfters mal Mannschafter einfach zu akquirieren. Also auch da kann mir natürlich jederzeit der Vorgesetzte sagen, den kriegst du nicht. Aber der Vorgesetzte ist hiermit informiert, dass ich dann einfach nur mit halber Effizienz arbeite. Also im Zweifelsfalle, wenn ich rufe, ich brauche einen Freiwilligen, dann sollte sich da auch einer finden. Wir haben zwei Aufgabenbereiche, die wir, ich nenne sie mal, den Assistenten überlassen können. Das ist die Vorbehandlung. Das heißt, ich suche mir einen Assistenten raus und sage zu ihm, sieh dir mal alle an, die da liegen, lege ihnen Tourniquets an und verbinde sie. Das ist aber nur dazu gedacht, dass man den gröbsten Blutverlust ganz einfach behebt. Ihr müsst hier keine knallroten Leute komplett durchverbinden. Das ist nicht eure Aufgabe als Assistent. Sondern ihr geht hin, Arme, Beine, Tourniquets dran. Wenn der Kopf und der Rumpf vielleicht noch hellgelb sind, könnt ihr sie verbinden. Das war's im Groben und Ganzen. Mehr ist nicht euer Job. Also das Vorbehandeln sollte normalerweise in 20 Sekunden pro Person abgehandelt sein. Da habt ihr auch, wie gesagt, keine Prioritäten. Ihr geht einfach der Reihe nach durch und bedient euch aus meinem Rucksack, wenn ihr Ausrüstung braucht. So, bei der Hauptbehandlung sieht das ein bisschen anders aus. Da arbeitet ihr mit dem Medic zusammen. Ihr müsst aber nicht wissen, wann es eine Hauptbehandlung, wann es eine Nebenbehandlung ist. Das sagt euch der Medic. Der sagt euch auch ganz allgemein ziemlich genau, was ihr machen müsst. In der Hauptbehandlung arbeitet ihr mit einem Medic zusammen an einer Person, die meistens sehr schwer verletzt ist und legt Bandagen an, und zwar auf Anweisung des Medics. Ich weiß, das klingt trivial, aber das ist bisher nicht so oft hier im Team gemacht worden. CPR macht ihr auch, aber alles nur auf Anweisung des Medics. Das heißt aber nicht, dass ihr weglaufen dürft, wenn der Medic euch mal 10 Sekunden nicht braucht, sondern das heißt, dass ihr den Medic, wenn euch langweilig wird, mal fragen könnt, ob noch was zu tun ist. Und wenn er dann sagt, jetzt dürft ihr weglaufen, dann dürft ihr das.
Alle anderen Behandlungen sind dem Medic zu überlassen. Einen Moment, ich muss weiterblättern. Wenn wir einen klassischen Mass-Cass haben, richtig viele Ausfälle, wo ein einzelner Medic mit einem Assistenten nichts mehr bewirken kann, was ist da die Standardvorgehensweise? Vorgesetzte informieren, gegebenenfalls Notfallfrequenz verwenden. Hat euch Kura ja vorhin uns gezeigt. Und wenn es dazu Fragen gibt, an Kura wenden. Da darf ich da ganz kurz mal einhaken. Ist die Notfallfrequenz bekannt auf 343? 16. Richtig. Weitermachen. Danke. Was man auch anfordern muss über diese, Entschuldigung, wenn man eine Meldung nach oben gibt, dann immer darauf hinweisen, im Falle eines Maskes brauchen wir zusätzliche Medics und Sicherungskräfte. Denn wenn ich von meinem Squad 7 Leute am Boden liegen habe, dann habe ich niemanden mehr, der das sichern kann. Also immer dran denken. Medics anfordern, Sicherungskräfte anfordern. Einen groben Überblick geben, wie viele Leute da liegen. Und dann sollte eigentlich die Führungskette von alleine aktiv werden. Fragen? Anmerkung wieder von meiner Seite. Ja, könnt ihr machen, ist aber eigentlich unnötig, wenn wir hören auf dem Platoonfunk Ausfall 3-1, 3-3, schießt mich tot, war es im Sinne des Wortes, dann braucht ihr nicht sagen, dass ihr Unterstützung braucht. Dann ist das, ja, dann kriegt ihr das on top, ohne dass ihr das sagt. Ihr habt dann so viel Stress, konzentriert euch eher, die Leute rauszuholen oder euch erstmal rauszuholen aus der Situation. Das ist wichtiger. Als dann natürlich Funkspruch absetzen nach oben und so auch nochmal nachfragen, wenn keine Bestätigung kommt. Aber ihr braucht uns da nicht zu erklären, ja, wir haben drei aus, das heißt, wir brauchen jetzt drei Medics. Erstens könnt ihr das schlecht in der Situation entscheiden, ob wir euch einen Medic nach vorne schicken oder was der Plan ist, wenn so ein großer Ausfall ist. Das ist korrekt. Aber ich denke mal, ihr freut euch, wenn ihr genügend Infos habt. Ja, Mass-Case reicht schon. Da wären wir schon zufrieden, wenn wir hören, dass es Ausfälle sind oder dass keiner mehr am Leben ist von der Führungsriege aus dem Squad. Das reicht uns erst einmal. Kleiner Zwischenruf an Jurisch. Habt ihr eine Kennzahl, ab wann ihr etwas als Mass-Case einstuft? Das, wenn Team und Squad-Leader ausgefallen ist, dann zähle ich das für einen Squad schon als Mass-Case. Also okay. Innerhalb der Medics wird ein Mass-Case aufgerufen, wenn die verfügbaren Medics eines Platoons nicht mehr reichen. Ja, gut, aber das kann Entschuldigung, da spreche ich die Kompetenz eines Mannschafters ab, das zu überblicken für das ganze Platoon. Da steht euch zu, wir intern haben unter Medics sagen ganz gerne, wenn wir jetzt einfach nicht mehr genügend Medics haben, melde mal weiter. Uns wurde auch mal gesagt, einfach vierfache Anzahl von Medics. Wunderbar. Das passt ja auch ungefähr. Wir haben drei Medics im Platoon und wenn die nicht reichen, dann Hilfe. Was haben wir noch? Wenn ihr als Assistent mit einem Medic arbeitet, dann werdet ihr normalerweise nicht genügend Material dabei haben. Ist auch nicht eure Aufgabe. Deswegen wird der Medic das Material, was die Assistenten brauchen, grundsätzlich griffbereit in seinem Rucksack vorhalten. Das umfasst Bandagen, Tourniquets und das war's eigentlich schon. Mit einer Ausnahme, Epinephrin, wenn der Medic am Boden liegt, das ist dieser gelbe Stift und der Medic hat einen niedrigen Puls, dann könnt ihr mit dem Epinephrin seine Aufwachphase beschleunigen. Sprich, wenn ich am Boden liege und ich komme nicht schnell genug wieder auf die Beine und mein Puls ist zu niedrig, dann dürft ihr mein Epinephrin aus meinem Rucksack reinhauen und hoffen, dass mir das hilft. Persönlich lege ich auch noch meine Munition und Granaten in den Rucksack rein, damit sich andere Leute dran bedienen können, weil ich das meistens nicht brauche. Fragen? Anmerkung wieder vom Platoon Sergeant. Das heißt, würde ich soweit einschränken, dass ihr das bei den Medics macht, wenn euer Squad und Teamleader nicht da ist. Ansonsten entscheiden die das. Genau. Wann der Medic, wenn keine Zeit dafür ist, Rückzug und ihr schafft es gerade nur an den Medic
seine Wunden mit Tourniquets abzudichten, dann ist das erstmal ausreichend und das wird sich dann später drum kümmert. Das ist korrekt. Also, solange Squad und Teamleader da sind, entscheiden die, was gemacht wird, natürlich. So wie sonst auch. Ja, das bezieht sich jetzt auch wirklich nur auf die Schlimmste. Das bezieht sich wirklich nur auf die Zusammenarbeit zwischen Medic und Assistent. Na, ich hatte jetzt wegen Epinephrin. Ach so, ja. Den Veto. Also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, oh, mein Medic, das heißt, der Medic aus unserem Squad liegt am Boden, ich knall dir mal Epinephrin rein. Nee, mach dir nicht. Genau, das ist wirklich eine letzte Notfalllösung mit dem Epinephrin. Ihr habt weit und breit keinen anderen Medic, ihr wisst nicht, wie es besser geht. Der Puls ist niedrig, der Medic liegt da und ist noch nicht bei Bewusstsein. Dann als allerletzten Notfall dürft ihr meinen Epinephrin verpassen. Frage, was heißt niedrig? 50 oder kleiner? Also, kannst du eh nicht feststellen. Als Nicht-Sanitäter. Nur ja, normal, stimmt. Hoch und niedrig. Genau. Also und wenn der niedrig steht, nimmt die frei. Im Prinzip ja. Bei niedrig einfach mal drüber nachdenken, aber zurückhaltend. So, und jetzt werde ich mir eine Umfrage starten. Jeder, der diese Umfrage mit Ja beantworten kann, möge bitte salutieren. Wer von euch hat schon mal erfolgreich einen bewusstlosen Patienten in ein Fahrzeug eingeladen? Okay, das heißt, wir haben zumindest ein paar Leute, die es noch nicht gemacht haben. Und ich habe schon oft probiert, es hat nie funktioniert. Wollen wir das mal üben? Ja. Wunderbar. Das heißt, wir lassen jetzt mal ein, zwei Leute auf den Boden fallen. Am besten Leute, die das schon mal gemacht haben. Die gehen mal an den Hau-mich-um-Kasten da hinten und lassen sich mal umwerfen. Ich glaube, da haben wir liebe Leute dafür, die mich jetzt hier niederstrecken mögen. Das können wir auch machen. Streck die nieder. Ich mach das auch. Oh. Wunderbar. Jeder, der das noch nicht mit dem Einüben, mit dem Einladen gemacht hat, darf das jetzt mal üben. Ich muss es auch üben. Ja, ich guck mir das Oliver nochmal. Ich hab's zwar schon gemacht, aber... Es ist genauso wie Objekte einladen. Ja, aber wo der genau liegen muss. Manchmal ist das richtig weird. Hast du deine Rechnung bezahlt? Ja. Gut. Mit einem Rollstuhl, mit einem Stuhl auf dem Internetkabel überrollt. Du musst ihn, glaube ich, auf den Boden legen zum Einladen. Mit dem Rollstuhl ein DSL-Kabel durchzutrennen, ist ein bisschen schwierig. Nee, drauf sitzen geblieben. Ja, dann geht der von der Fritzbox in die Wand und dann ist tschüss. So. Ich finde gut, dass wenn er auf dem Boden liegt, ich trotzdem Send Away machen kann. Dann probiere ich mal mit dem hier eine Einladung. Ihr ladet ein. Mhm. Nein, ihr müsst sie daneben legen und dann über das Interactions-Menü einladen. Wenn ihr die auf der Schulter habt, wird das nicht funktionieren. Das sind wie Kisten einladen. Ja. Das also Bouncer, du musst mich nicht tragen zum Einladen, ne? Okay. Er mag Körperkontakt. Ja, sagt er. Sag mal, ist der nicht bewusstlos? Es sieht schon ziemlich bewusstlos aus. Ja, ich krieg nicht das. Also ich habe das Menü schon mal gesehen und konnte ihn nicht einladen. Das ist ja die Krux an der Sache. Du musst schauen, dass er richtig liegt. Das, Hier hätte ich jetzt Load Patient. Und zwar, wenn ich hinter ihm stehe am Fahrzeug. Tatsächlich müsstet ihr die Interaktion relativ weit haben. Zack, eingeladen. Und ausladen, denke ich, geht wohl genauso. Aufs Fahrzeug schauen. Nee. Genau, zum Ausleisen, ans Fahrzeug, Interaktion, Insassen, dann sucht ihr den Namen raus und dann könnt ihr sagen, Patient ausladen. Ihr müsst aber Fremdinteraktion nehmen, ne? Nicht eigen. Es ist immer. Krieg irgendwie gerade kein Menü. Also Es ist notwendig, dass man zwischen Patient und Auto steht, damit das Ganze funktioniert. Okay. Negativ? Ich kann auch von hier den Cora ein. Warte, lass mal gucken. Eben ging es nämlich bei mir nicht, da habe ich das nicht bekommen.
So, ich habe gerade einen ausgeladen. Dieses Symbol ist relativ weit oben am Wagen. Habt ihr das? Ich habe es nämlich zum Beispiel nicht. Ich hab's also ich kann es von hier, Coco. Das Symbol ist nicht. Das okay, Symbol ist sehr weit oben. Das ist eigentlich fast unter dem Geschützturm. Genau, bei Humvees ist es relativ weit oben. Na, der ist jetzt etwas ungünstig rausgekommen. Der klemmt jetzt halb in der Tür drin. Ah, da ist es. Da kann man ihn mit ihm nicht interagieren. Sieht man hier auf der anderen Seite. Ah ja, jetzt liegt er richtig. Wohin entlädt der das? Ah, Jürich ist da. Okay. Also ich würde es nochmal gerne selber probieren. Wer hat es denn jetzt noch nicht geschafft, jemanden einzuladen? Ich habe das noch nicht geschafft. Das heißt, du machst dann einfach nochmal einen Versuch. Mhm. Ich muss nicht unbedingt, ich habe es jetzt selber wenigstens einmal geschafft. Und rausschmeißen tut er dann einfach den Patienten dann da, wo die Tür ist, oder wie? Den hat's jetzt rausgehauen, wie aus der Kanone geschossen. Ich geh mal kurz einen Kaffee holen. Ja. Also, du meinst, ich stell mich da zwischen Patient und Auto, oder was? Relativ nah ans Auto dran, ja, zwischen Patient und Auto hat bei mir gut funktioniert. Ich habe auch die Vermutung, wenn zu viele Leute an dem rumfummeln, dann verschwindet bei einigen das Menü zum Einladen. Deswegen sollten wir jetzt nicht auch drauf rumfummeln. Du, wo sollte dieser Menüpunkt sein, wenn er da ist? Wenn du Windows-Taste gedrückt hältst, auf Interactions und da dann auf relativ weit unten, das drittletzte ist bei mir laut Patient. Korrekt. Das Auto war jetzt ja ganz schön weit weg, das ging jetzt Ich glaube, er ist aber eingeladen, ja? Ja. Hey, ja. Wo hängt der denn hier? Ich glaube, Kura können wir wieder aufwecken. Einfach, dass er ein bisschen Spaß hat beim Zugucken von diesem Chaos. Kann man aus Versehen einen Bewusstlosen auf den Fahrersitz platzieren? Der fängt immer vorne rechts an. Das heißt, wenn vorne rechts noch eine Führungskraft sitzen soll, dann muss die zuerst einsteigen. Ja, genau. Das wäre schon wichtig. Aber er füllt hoffentlich als letztes den Fahrersitz dann auf, oder? Und wie lade ich ihn aus? Den Fahrer glaube ich gar nicht. Okay. Da gehst du auf Interaction, auf Insassen. Ja. Und dann gibt es da die Option, wenn wir jetzt zum Beispiel Jurisch... Wenn Jurisch drin sitzen würde und über Insassen auf Jurisch gehst, kannst du jagen, Jurisch Patient ausladen. Okay, im Moment habe ich nur Jurisch mit dem Menü. Ja, verstehe, okay. Jurisch ist natürlich gerade bei Bewusstsein, deswegen können wir ihn nicht ausladen. Jetzt Nein, ist Jurisch bei Nichtbewusstsein, jetzt könnt ihr ihn noch ausladen. Genau, jetzt könnte man ihn ausladen, ja. Wie auf dem Fahrradbrett beim Fahrradbrett liegt. Roadkill nenne ich das. Jo. Hängt nur eine Speiche. Will's jemand nochmal ausprobieren? Hey, cool, wusste nicht, wie das geht, das ist echt cool. Passt. Du, ich bin auch heilfroh. Ich habe es ja schon viermal im Gefecht probiert und nie geschafft. Und jetzt mal in Ruhe. Also wenn es keiner mehr braucht, dann bitte alle aufwecken und das Auto ganz fürchterlich weit weg teleportieren. Wieder da. Bibi. Ah, da schaut wieder aus wie neu. Dann sind wir eigentlich fertig. Gibt es noch Fragen? Nö, war mal gut, dass wir hören, was die Medics zu dem Thema CCP zu sagen haben. Was ich mir jetzt auf jeden Fall noch mitnehme, ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne, wenn wir miteinander reden, können wir handeln. Das ist korrekt. Wenn man mit dem Medics spricht, kommt man weiter. Also ihr werdet auch, wenn ihr mit dem Medics zusammenarbeitet, grundsätzlich von den Medics angeleitet. Da müsst ihr nicht viel selber denken. Ihr müsst wirklich nur Handreiche machen. Und dann habt ihr einen Medic sehr, sehr glücklich gemacht. Und wer will das nicht? Wie dem, der das nicht will. Ja, Kurus, hörst du mich oder bist du gerade AFK? Was ist los, Kura? Wäre es in Ordnung, wenn ich den Link für die Ace einmal die allen zur Verfügung stelle, dass ich einfach mal sehe, wie das Ding aussieht? Oder hast du da was gegen? Mach ein Foto. Mach ein Foto ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Mach ein Foto, dann können die Leute nicht die ganze Zeit drin rumschreiben.
Ich will jetzt nichts sagen, aber denselben Link hat Dings schon public gemacht. Ja. Azathoth? Sky. Klar. Okay. Aber, ja. Nie den Vorgesetzten belassen. You know that. Gut, ja. Einmal Screenshot bitte reinstellen, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ach Mist, das habe ich einen guten Spruch völlig verpennt anzubringen. Der Medic, wenn er gerade zwei Hände im Patienten drin hat, der hat keine dritte Hand frei, um das Funkgerät zu bedienen, um den Notfallkanal auszuwählen. Deswegen wird er da gerne auf andere zurückgreifen. Mitbekommen. Gut. Dann seht ihr mal, wie denn diese... Hat jeder das offen? Kann es jeder sehen? Ja. Ja. Positiv. Also ihr seht, da sind eine Menge Spalten, uns interessiert natürlich dieses, ich sag mal, rot-orangene da, was auch immer das für eine Farbe ist, Lachsrosa, who knows, Alpha Bravo. Ihr seht, wichtig ist, Stanax, / die DMR-Munition, wird jetzt zusammengefasst, nicht separat, und die M249-Boxen. Darunter sind nochmal dann die Frex, Smokes, UGL, Explosiv und die Hunt-Air, die wären auch wichtig. Bei dem Medic-Kram, Morphin, Painkiller, Tourniquets und Splints sind so net to know, ne? Aber halte ich jetzt nicht für ganz so wichtig. Saline und Bandagen ist da ein größerer Indikator, weil die Medics sagen dann schon, wenn das direkt fehlen würde. Und diese anderen Medikamente brauchen sie sowieso nicht so häufig und Tourniquets sind ja mehrfach benutzbar, die hat man halt nicht immer nur, manchmal gibt man sie ja weg. Ihr kennt das ja, dann hat man auf einmal keine, weil der Medic hat sie einmal alle und das wird dann auch am Anfang /Ende mal wieder verteilt. AT4s wäre noch wichtig, aber da die ja sehr gut an der Ausrüstung zu sehen sind, ob wir sie bei haben oder nicht, würde ich da jetzt auch, das kann ich dann gerade noch so selber rausfinden. Dann seht ihr, da unten sind noch die Fahrzeuge. Da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr eintragen. Aber da würde ich mich dann drum kümmern, beziehungsweise die Teamleader. Die prüfen das meist selber. Das ist für euch Mannschaft da nicht ganz so entscheidend. Es sei denn, ihr kriegt es befohlen. Also merkt euch, Munition ist wichtig. Was habt ihr an Wurfmaterial beziehungsweise Explosivmaterial dabei? Und Saline und Bandagen. Tourniquets brauche ich nicht. Eine Angabe. Fragen zum Ace. Ja, wie wollen wir das jetzt melden? Also beim letzten Mal hatten wir das erste Mal das Ganze per Discord abgewickelt. Ansonsten wurde da immer nachgefragt. Wie wollen wir es in Zukunft einfach machen? Da gebe ich an die Teamleader weiter. Müsst ihr wissen, wie ihr das haben möchtet. Ich kriege das dann ja von euch. Wie es euch gefällt. Keine Reaktion. Also auf Lochkarte nehmen sie es nicht. Nee, ja, ne, entweder die Möglichkeit ist, ihr sagt es an nach der Reihenfolge, so habe ich es immer gehandhabt. Ich frage denjenigen, welchen von dem ich es wissen möchte und frage mir das dann alles ab. Auch immer in der Reihenfolge erst die Munition, dann die ganzen Wurfmittel, / 40 Mike Mikes, was dabei ist und zum Schluss Sanitätsmaterial, wie es halt in der Tabelle von oben nach unten ist. Also mir ist das egal, ich muss das sowieso in eine Tabelle eintragen. Also ob ich es jetzt bei Discord kriege oder gesagt kriege. Bei Discord war es halt einfacher, weil es dann halt ablesbar war. Und ich nicht ständig nachfragen muss, warte mal, was war das? Wenn ich die drei Meldungen simultan bekomme, dann bin ich zufrieden. Endeffekt macht ja Minimum einer eigentlich immer eine Sicherung. Naja. Um 23.55 Uhr. Man, heißt ja nicht immer, dass man Ace nur machen muss, wenn es 23.55 Uhr ist. Ja, aber in die Tabelle eintragen. Genau, also die Tabelle wird erst am Ende eingetragen. Also mittendrin in Ace ist ja auch meistens eher so in diesen Farben angegeben, ne?
Grün, Gelb und Rot. Kennt ihr ja. Beziehungsweise die Mittelstufen Grün, Gelb, Gelb, Grün, Gelb, Rot und Rot mit ein bisschen Gelb. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, aber eigentlich diese Standardsachen. Grün ist okay, ich habe da keine Sorgen. Gelb, naja, ich habe schon ein bisschen viel geschossen, aber noch habe ich was. Und Rot ist, der nächste Feind hat wahrscheinlich länger Munition als ich. So kategoriere ich das. So zwei Standards, zwei bis drei Standards wären für mich Kategorie Rot. Alles darüber Gelb und habe ich nur ein Magazin verschossen, ist das für mich noch Grün. Das ist eher eine persönliche Einschätzung als irgendwas fest definiertes. Jedenfalls habe ich noch nicht gefunden, dass es irgendwie definiert ist, ab so und so viel ist Status Rot. Nach Kuras Standard bin ich nach den ersten 10 Standards immer noch Grün. Mhm. Ist halt im Auge des Betrachters. Mir würde dann reichen, wenn ihr euch mit dem Munitionsstand noch wohlfühlt, ist eher so eine Wohlfühlfrage. Findet ihr, habt ihr noch genug Munition, dass es euer Wohlbefinden nicht schadet, dann Grün. Schadet es euch leicht. Gelb. Seid ihr in die Depression gefangen, ihr habt keine Munition mehr. Rot. Das sind dann diese Aces, in, die dann zwischendurch kommen, aber diese sind auch relativ selten geworden. Werden wieder steigen. Ah ja. Dann kann ich jetzt schon mal verkünden, dass ich ungefähr seit Oktober kein ATV mehr habe. Tja. Werden wir demnächst auch mal wieder anfordern, dass wir wieder welche haben. Ich glaube, letzte Mission haben wir sehr eindeutig mitgekriegt, dass die fehlen. Gegen so ein BMP ist das schon gar nicht schlecht, wenn du sowas bei hast. Kannst du dabei haben. Gut, noch irgendwer was zu Ace anzumerken? Fragen? Anmerkungen? Nicht der Fall. Dann jetzt mal wieder ein bisschen praktischer. Da ganz am Ende stehen wieder Stinger und Javelin. Wer meint, er möchte nochmal Stinger und Javelin schießen, geht dahin, schnappt sich eine, sagt mir Bescheid, dass er ein Ziel braucht, Flugzeug oder Panzer, und dann kriegt er das gespawnt, beziehungsweise Panzer müssen schon dastehen. Korrekt, ich weiß aber nicht, ob sie an sein müssen dafür. Mal schauen. Nein, nein, die müssen nicht an sein dafür. Genau, Panzer stehen schon, Flugzeuge müsst ihr noch anfordern, dann stehen da auch noch Fahrzeuge da vorne. Kannst du die noch ein Stück dichter ransetzen, hier auf die Höhe von diesen Shooting Ranges, in diesen Buchten, wo diese Matten liegen? Genau. Da kann dann... Kommt nur noch AT4s? Die würde mich eher interessieren. Sky, stell mal noch drei Kisten AT4s da mit zu, bitte. Die gibt's doch bestimmt extra. Bei der Javelin muss ich ja nichts machen. Oh, na Mike. Gut, also AT4s kommen. Free for all, setzt euch einfach daran, wo ihr meint, ihr müsst das jetzt nochmal machen. Und dann sage ich euch Bescheid, wenn wir in den Part übergehen, wo wir wirklich einen Kampfeinsatz machen. Da munitionieren wir vorher nochmal auf. So, fröhliches Schießen. Hooray! Attacke! Getan hat, einmal schon mal auf unsere Funkkanäle gehen. Funktest. Nö. Pumpkin Funkcheck. Ja, Pumpkin kommt durch. Hast du das Handle wieder rangeklemmt? Kommst durch. Kommt bin dran. Durch. Funkcheck.
Kura, vielleicht bekommen wir auch noch ein paar nähere Ziele, damit wir mit der AT4 nicht so weit vorlaufen müssen. Wenn das möglich ist, vielleicht im rückwärtigen Bereich dann oder so. Glaubst du, man kann die treffen von hier mit der AT4? Wen fragst du? Ist mir egal. Der da antwortet. Ich habe keine Ahnung, ich habe die AT4 noch nicht geschossen. Echt noch gar nicht? Noch gar nicht. Da war aber eine schon lange nicht mehr am Schießtraining. Ich kann seit Javelin ja, aber die AT4 nicht. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr im Schießtraining. Ich wollte gerade sagen, ich habe das einmal gemacht. Bin mal neugierig, wie viele vergessen, die Rückstrahlzone anzumelden. Jetzt, wo du es gesagt hast, wissen es alle, Mann. Oh Gott. Achtung, Rückstrahlzone frei. Rückstrahlzone frei. War zu kurz, oder? Habe ich getroffen oder war das davor? Rückstrahlzone frei. Davor, glaube ich. Frei. Ich glaube, wir müssen die da vornehmen. Ich laufe mal hier durch kurz. Hier gibt's auch nichts. Ich glaube, wir müssen nur noch. Ich laufe hier durch. Entschuldigung. Nee, hier müsste es die geben. Rückstallzone frei. Achtung. Strahlzone frei. Frei. Frage, wie schalte ich auch nochmal auf bei dem Gerät? War das nicht mit Tabulator? Wenn du Nachtsicht an, Wärmebild an hast mit Tab-Taste und mit F kannst du die Feuerrichtung ändern, also direkt oder von oben. Ja, das weiß ich noch, aber dann brauche ich unbedingt also Thermalsicht, oder? Ja. Ah, okay, das war mir nicht gut. Rückstrahlzone frei. Beide Javelin, wie habe ich da auf? Wie muss ich da aufschalten? Ich habe 300.
Weißt du, wie man mit dem Ding hier aufschaltet? Weißt du, wie man mit dem Ding hier aufschaltet? Ja, du musst also erstmal rechte Maustaste, dass es dass du die Sicht bekommst. Okay. Und, mit N kannst du auf Nachtsicht oder Thermalsicht stellen. Nur dann kannst du aufschalten. Und mit F. Mit F kannst du noch umschalten zwischen Direktschuss oder Top-Schuss. Panzer werden normalerweise von oben geschossen. Und alles wenn du dann die Tabulator-Taste hältst, wie gesagt, das geht nur beim Nachtsicht- oder Thermalmodus, dann kannst du aufschalten und dann mit Feuertaste ganz normal schießen. War denn deine Rückstrahlzone frei? Also Kura, du bist definitiv. Ich hab wohl die Taste nicht gedrückt. Halleluja. Okay. Ich sehe schon, ich hab gar nicht so. Also. Wir sammeln uns mal auf der 14. Die Kompanie, das Unfug. Gecheckt. Hört gut an. Dann einmal ein Hubschrauber, der kreuzt von West nach Ost. Du hast Heli. Ja. Oh. Rückstrahl frei. Komisch. Rückstrahlzone frei. Das gerade gefragt. Ja, das war ich. Ich heiße Rico. Ja. Dieses Ding hat, glaube ich, gar keine Rückstrahlzone. Okay. Fragen kann. Rückstrahlzone frei. Aber zum Beispiel bei einer. Kriegt man denn hier eine Travel, eine Dinger her? Das hat Kiste. So, dann ist es Tabulator eigentlich. Ah, okay. Bei, also bei der Kreuze, Kreuze. Jo. Weil Tab ist nicht bei mir. Aua! Junge, 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 Junge. Kura auch dabei, ich glaub's mal. Ich würde mal sagen, dass es ein Maske ist, oder? Da passiert. Aua! Wer hat da was gemacht? Ich glaube, da hat einer im Boden reingeschossen, oder? Ich war's denn, ich war in Optionen. Ich glaube, da ist meine Travelist, meine Finger irgendwas. Katze, Katze war es. Ging, ja genau. Also du sagtest die Tab-Taste meinst du, ne? Tabulator, genau. Für die Stinger, aber für die Javelin nicht. Wie schaltet man mit der Javelin das sauber auf? Hä? Javelin ist das. Warte mal, ich hab sie mir auch mal. Heißt das T oder Tab? Weil T hab ich ausprobiert und Tab hab ich auch ausprobiert. Vorsicht, da fliegt einer! Aua! Rico, du Mörder! Bitte? Ist das nicht Thermal? Ja. Und bei mir? Rico, wie ziehst du mit der Javelin? Mit der Javelin? Oder meinst du mit der Stinger? Stinger, okay. Stinger. Das versuche ich auch gerade rauszukriegen. Also, meine letzten Treffer waren keine Treffer.
Ah ja. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber fahren. Achtung. Habt ihr ein Problem mit der Finger? Oh ja. So lange auf den Hubschrauber halten, bis aus dem Viereck, was nicht zu ist, zues Viereck mit einem Punkt in der Mitte wird. Und dann einfach den Abzug drücken. Alles klar. Dass du eine Rakete geladen hast. Das wäre das Problem. Okay. Und das, der Piepton ändert sich von einem Piepen zu einem Dauerton. Ah, es hat einen Rückstrahl. Ah. Ja, aber keinen großen. Er hat keinen großen. Ei. Hurra! Oh, ja? Ey, so bübsch! Ach nee, das war Rico. Ich dachte, das wäre viel einfacher. Hier ist richtig kriegen. Man kann auch anmerken, man kann mit der Welt in den Heli runter. Ja, das weiß ich. Aber. Der Kiste explodiert ist, weil es fliegt raus, fällt erstmal ein Stück und dann fliegt er los. Ja, ist bei einer Javelin so. Ja gut, das war ich nur noch nicht beobachten, wenn ich den Silver wegballer. Das ist nach dem Original, dass du möglichst wenig Backbars hast. Die erste Ladung geht nicht los, dafür dass der aus dem Rohr raus. Genau in den Turm rumgelegt wegen ihrem Autolager. Ja. Und das ist dann immer das, wenn diese Türme 5 Meter in die Luft fliegen, weil die werden durch ihre eigenen, durch ihr eigenes Munitionslager, machen sie ihr eigenes Weltraumprogramm. Aber nochmal für genau. Die Dummen, die Devlin, AT und die Dinger. AT kann aber auch zu viele Tor bekämpfen, weil sonst ist sie zu langsam und die Dinger ist eine reine Anti-Air. Die kann halt auch Jets, wenn die richtig auf die richtige Distanz rangekommen sind, kann die auch Jets. Das kann die Javelin, naja, wenn der Pilot wirklich so blöd ist, eine Javelin so anzugreifen, dass sie ihn trifft. Also die Stinger fliegt halt schneller. Die hat aber nicht so viel Punkte drauf, dann ist das nicht. Wenn die getroffen wird, dann gehen die runter von so einer kleinen Rakete. Da steckt sich die Aerodynamik, also wenn da dein Team fehlt. Okay. Gut, dann geh ich schon mal ins Auto. Ja. Das war gerade gut, Alter. Schießt und der andere. Ah. Da muss der Zeus mal wieder ran und alle heilen. Ich bräuchte mal eine Nadelspecki. Was hast du denn mit dir angestellt? Irgendeiner hat geschossen, ich stand da irgendwo in der Nähe. Schon erledigt. Jo, danke. Naja, mir geht's auch wieder besser. Die segnende Hand des Zeuses. So, ich muss mal sagen, 5 Minuten noch und dann legen wir los. Wir sind zwar noch 10 Minuten vor der Zeit, aber das nutze ich erstmal als Pinkelpause. Ah, Pinkelpause hört sich gut an. Pinkelpause, 21.20 Uhr, denke ich, verlegen wir dann zu dem
Sieg gebiepert. Wo treffen wir uns? Wir werden teleportiert, beziehungsweise irgendwo steht hier ein Fadenmast, wo wir teleportieren können. Ich vermute, sollen wir noch umfitten? Ja, also die Raketenwerfer würde ich dann wegschmeißen, die sind ein bisschen schwer, aber da ist genug Material da, also Munition und Sanitätsmaterial sollte falls es verbraucht ist, kann man da auffüllen. Gut, bis gleich. Pause, oder? Frage, dürfen die Weichtiere bekämpft werden? Hallo. Okay. Ich dachte irgendwie keiner bewegt sich. Was für Weichtiere? Ganze Menge Weichtiere auf der Shooting Range. Auf der Shooting Range rennen gerade Leute rum. Hat irgendwer am Geschütz rumgeschossen. Ich hab ihm einfach mal ein paar Ziele gegeben. Feuer frei. Jetzt kann er nicht mehr laufen. Ja. Hat er davon. Gehört, mit der heißgelaufenen Waffe schießt sich schlechter. Nee, das ist falsch. Ja, das ist tatsächlich korrekt. Hase erfolgreich bekämpft. Um den Hasen ging's doch, oder? Klar, schießen du hast auf alles richtig gemacht, Specki, alles richtig gemacht. Oh, Schmetterlinge. Irgendwo ist Misha. Ja, Schmetterlinge.
Das war mal ein Spenderling. In Arma konnte man, in Arma 2 konnte man die Ziegen noch reiten. Alles Gute haben sie ausgebaut. Ja, noch besser war, du konntest in Arma 3 eine Ziege steuern. Das heißt, du warst dann die Ziege aus der Ziegensicht. Wir sind hier nicht Ghost Simulator. Pass auf, vielleicht hat Coco nur noch Damenunterwäsche an. Was, warum? Ja, war doch schon mal so. Was? Nein. Nein? Nein. Nein. Misha, ich hätte gern meinen Hello Kitty Schal. Ich erinnere mich daran, die Situation, die du meinst. Ich überlege gerade, wer es war. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Ich kann dir genau sagen, wer es war. Ich weiß nicht. Da waren wir zusammen mit einem anderen unterwegs, der aber nur zeitweise bei uns war. Das war Misha. Nee, das war nicht Misha. Doch, mit den Mopeds und mit den Ziegen. Nee, ich meine noch davor. Noch davor? Da hatten wir jemanden, der hatte ziemlich viel übrig für Ziegen. Ich glaube, der ist im zweiten gelandet. Okay, nee, das meine ich nicht. Als wir den Humvee gepackt haben, da hat doch Misha geholfen. Ach, das meinst du? Ja. Da gab's das mit Ziegen? Ja. Ach so, okay. Und das Moped steht auch schon da? Vielen Dank, ich reaktiviere dies. Das ist übrigens militärisches. Dann ist nicht original. Das ist original. Ne, M1030. Kann man aber nicht einsteigen. Ist dir sicher? Ich probier's die ganze Zeit. Habe ich wohl was richtig gemacht. So, Reh. Man kommt jetzt im Winter, aber... Das Moped mobbt nicht. Ha! Sag mal, Werner, tut das noch, dass das so laut ist? Oh, ist das wild. Gut, dann... Ich auch. Alle wieder da? Scheiß Moped. Irgendwie vermisse ich einen Slow. Was war das denn? Dieses Moped ist definitiv irgendwie kaputt. Ja, Kura, cool, dieser Slow ist auch nicht auf TeamSpeak. Okay. Haben sie ihn eingezogen oder wie? Der ist doch Reservist. Also, ich höre hier schon die ganze Zeit über mir, das müsste Transall sein, die hier lang marschieren. Guck doch nach, kannst nachgucken. Das kann man nachgucken. Okay, gut. Nichtsdestotrotz, dann teleportiert uns einmal bitte zum Start, Sky. Hinter mir ist eine gewisse Flagge. Oder die. So, leg vorher die ganzen Javelins und so weiter weg. Wollen wir uns vorher aufmunitionieren? Nein. Da gibt's Munition. Okay. Es gibt übrigens auf Flight Radar 24 jetzt Warteschlangen. Ach, dann packen wir doch einfach mal Krabbeln. Jetzt. Das normale Munitionsbestände herstellen, meinst du? Ja, komm mit Standard. Wie ihr euch freitags auch ausrüstet. Nur der ganze Zusatzstuff ist weg. Keine Kippen, kein... Ja, ihr wisst schon. Drahtschneider, Explosives. Wer fertig ist mit Aufmunitionieren, einmal hier bei der Karte sammeln. Forty Mike Max gibt's nicht nochmal extra, oder?
Papakura dürfen wir schon gucken? Ja. Okay. Oh, ich habe noch Aua. So, jeder auf der Karte? Check. Check. Gut. Hier sind zwei Positionen. So, jetzt wieder. So, wir sind hier bei Start, wer hätte es gedacht. Also, beziehungsweise kann jeder sehen, wo wir uns gerade befinden. Hier in dem Gebiet. Da dann einmal reinzoomen. Wir befinden uns hier. Und unser Ziel ist es, Alpha, Bravo und Charlie einzunehmen, diesen militärisch gesicherten und gehaltenen Compound. Es ist mit Feind in Platoonstärke zu rechnen, der sich aber auf das ganze Areal hier verteilt. Im Norden befindet sich Feind, da gehen wir nicht hin. Wir erwarten auch irgendwann vielleicht mal einen Gegenstoß des Feindes von dort, deswegen sollen wir so viel wie möglich von hier sichern. Sollten wir zu viel Feindkontakt kriegen, müssen wir uns aus der Anlage zurückfallen lassen. Wenn wir es schon geschafft haben, gibt es hier einen Durchbruch aus der Anlage, dann können wir den nutzen. Sonst müssen wir uns irgendwie hier Gedanken machen, wie wir hier sinnvoll zu Rally Point Alpha kommen. Das ist nochmal so ein ganz kleiner militärischer Checkpoint. Wenn wir da angekommen sind, dann haben wir es geschafft. Aber erstmal versuchen wir diese Areale hier einzunehmen. Du hast die Notfallfrequenzen durchgegeben? Ja, die hatten wir ja schon behandelt. Entweder Block 16, Kanal 1. Da kriegt ihr... Nö, wir machen mal die echten. Block 3, Kanal 16 und dann halt Kanal 14 auf dem 148er. Teilt es auch? Ja, ich mach das mal eben fix. So, hier auf die Karte. Noch irgendwer Fragen? Wie benutze ich ein geteiltes Funkgerät? Dann über Ace Interaction könntest du dann auf dieses Funkgerät zugreifen. Kann ich dann auch den Kanal verstellen oder nur Funk? Ja, du kannst das dann komplett benutzen. Ah, okay. Kanal verstellen musst du aber nicht, wenn du das andere Funkgerät natürlich aufnimmst. Genau, du nutzt das ja nur, weil der hat gleich die richtige Frequenz drin. Mhm. Für euer 343er, wenn ihr nicht drankommt, stellt das dann auf die 16. Ist manchmal schneller. Und auch nicht immer möglich, zum Squad-Leader oder zum Team-Leader zu gelangen. Obwohl, nevermind, Team-Leader, was glaube ich? Team-Leader dürfen es eh nicht haben. Zum Funkgefahrstellen gebe ich mal einen Hinweis, Steuerung und Pfeiltaste hoch. Guti. Wenn keiner mehr gucken möchte, sind alle mal weg von der Karte, dann nehme ich sie wieder auf. Pumpkin, du blutest. Moment, ich guck dich mal an. So, wir machen es wieder wie folgt. Passt. Alpha macht Spitze, Bravo dahinter. Wir verlegen hier rechts um das Gebäude zu und dann unser Ziel befindet sich ungefähr Richtung 273 Grad. Na, alle einsatzbereit. Gut, geht darum, egal, machen wir so.
Eigentlich anders. Nein, ist okay. Geh mal weiter. Waffe in die Hand soll helfen, so. Matze. Gut, wir verlegen erstmal an der Straße entlang. Scott Callum. Pumpkin. Ich treffe mal Inex. Okay. Schlanglicht Haar. Das weg. Nee, der kommt. Glaube ich nicht mehr. Oh, ich habe schon Feindkontakt an den Bunkerstellungen. Alpha macht sich schon mal hier an den Gebäuden breit. Ziel Richtung 282 Grad. An dem Eingang sind Feinde in den Bunkern. Piek mal nicht, Specki. Scharfschütze kann gleich bekämpfen. Feuer frei. Bravo, wir zirkeln rechts rum. Jack, wir zirkeln rechts rum. Willst du durchs Gebäude oder nee, außen rum erstmal? Specki, was mit dir? Lauf da nicht vor. Hallo. Du gehst mal rechts rum und guckst, dass du einen Platz hier organisierst, wo du da gescheit vorkommst. Ja. Ich sag Bescheid, wenn du was gefunden hast, bleib erstmal bei Alpha. Weiß ich. Genau wie Virus. Dürfen wir nicht gesehen werden? Nee, passt. Jetzt eben war alles, Maxi weit und links. Okay. Bleib mal kurz hier. Yes. Deutlich freieres Sichtfeld. Check. Ja, da vorne diese Mauern hier, diese kleinen, darüber entwickeln wir uns. Geh aber vor, bis du die erste Quermauer hast und dann halt da erstmal Stellung. Ich zieh den Alpha nach hier nach, wenn du da vorne in Stellung bist. Alles klar, dann mir nach, Marsch. Genau, Marsch und wenn du unter dem Schuss gerätst, Sprung. Vorne an der Mauer breit. Jemand Kontakt? Negativ. Ich warte nur, dass da unten aus dem Fenster von dem Tower irgendwas rauskommt. Guck dir mal auf den Tower, ich guck mal rechts. Specki, bist du ganz rechts außen? Ja. Dreh dich mal nach hinten um und folg Alpha. Die sind gerade rechts von dir in Richtung 0. Mach ich, 0, bin unterwegs. Diese Mauer hier. Check.
Medic schließt sich euch an. Zu mir. Matze, geh du mal vor. Ja. Dann versorgt ihr euch erstmal hier, dann schicke ich Bravo erstmal einen weiter. Mich. Läuft. Ist durch. Ja, lange. Und tschüss. Check. Wieder vor Ort. Und Ausführung. Ich nehm Specki direkt wieder mit, ne? Ja, nehm den gleich mit. Dann, Alpha, ihr habt's gehört, mir nach. Sprung an die Heskos. In 3, 2, jetzt. Alpha, ihr haltet. Ich bin schon wieder rot von der Ausdauer, keine Ahnung, ich hab irgendwas Schweres dabei. Okay, dann Specki tauscht mit Bouncer, Bouncer sichert nach hinten, wir gehen hier vorne an die Kante. Kommt zu mir! Dann hast du es hier folgen. Ne, wir bleiben hier. Geh nicht weiter rein. Gut, wir warten jetzt bis Alpha Set ist und dann schauen wir weiter. Ist er nicht bei Kontakt feuerfrei? Bei Kontakt feuerfrei. Beziehungsweise, wenn ihr Feind erkannt, Feind euch noch nicht, dann kurz durchmelden, damit wir das Feuer zusammen eröffnen können, um eine größere Wirkung im Ziel entfalten zu können. Koko, wie sieht's hier vorne aus? Alles sauber. Alles sauber. Gut, dann kannst du weiter vorführen bis zu dieser nächsten Ecke, dass du reingucken kannst. Alpha hält sich erstmal hinten dran. Gut, Bumpkin, dann los. Der Rest folgt. Okay. Mach langsam, mach langsam. Schuss. Feuer wieder an. Meister, ruhig eine Frag rüber. Frag out. Und Pumpkin down. Okay, dann sorgt dafür, dass einer vor Bouncer, geh mal nach vorne und ersetzt dann Pumpkin, dass er vorne einmal und dann zieh den nächsten zurück. Moment, ich geh vorbei. Frag out. Also ich würde ja jetzt eigentlich selber pieken, aber Bouncer, guck mal. Ihr könnt auch wie Soll ich Pumpkin mal zurückziehen? Ne, warte ja. Noch kurz. Ja, ich mach aktuell das. Sehe ich keinen. Dann können wir Pumpkin zurückziehen. So, dann sichert mal den Eingang weiter, ich schicke Alpha auf die andere Seite. Das reicht, da kann ich ihn behandeln. So, Moriarty. Zieh mal im Sprung rüber, aber schick mal nur einzeln rüber an den Container ran, dass wir auf beiden Seiten. Mal wieder Beschuss von vorn. Wir schieben das einmal auf. Oder willst du lieber rechts rumziehen? Dein Call. Ich würde ja rechts oder sitzt da im Bunker, wenn wir dann mal beschossen. Das. Haben auch keine Deckung. Dann mach das. Rechts rum. So. Wenn du eine Möglichkeit siehst, weiter vorzugehen, dann dein Call. Wir müssen da rein. Als erstes würde ich Bravo sichern wollen. Ja, aber wir sind da gerade nur zu zweit. Bin auch wieder da. Ist down. Gut. Warte, ich lade eben, dann können wir. Ist Bricky auch wieder dran? Ja. 5 Meter hinter euch. Dann gehen wir jetzt erstmal, ich slice hier kurz um die Ecke, da scheint aber nichts. Sein, hier ist ein Turm. Ich würde eventuell erst in den Turm wollen. Reingehen nicht. Der ist erstmal außen vor. Ah, okay, dann ist mein Ziel. Bumpkin, bist du davor? Nope, kann ich gern. Dann haben wir wieder die normale Reihenfolge. Gut. Alpha, wie sieht's aus?
wenn du bereit bist, Kura. Einfach Meldung machen. Check Bravo wird jetzt mit 2 Mann rübersetzen. Gib den Feuerschutz. Jetzt mal mit 2 Mann vor. An die Specki linke hat mich erwischt, oder? Gut, Panzer Specki, ihr bleibt hier. Pumpkin, wir springen grad, an den ersten aus. Bunkerstellung links des okay. Eingangs. Jawohl. Stimme auf. Wer blutet da? Sprung. Okay. Ich gehe bis zur Ecke vor. Ja. Check, wenn ihr könnt, stell dich mal rechts am Eingang auf, dass wir jetzt langsam in den Compound eindringen. Meinst du jetzt mich? So, ihr könnt jetzt nachrücken. Im Sprung, rüber. Specki, sicher du hier erstmal lang runter. Passt. Ich schicke jetzt Alpha vor, du hältst hier erstmal in den Bunkern, ja? Mhm. Eine Moriarty. Sache, irgendwas stimmt mit meinem Charakter nicht. Ich schwank rum, als wenn ich super verletzt wäre und stöhne. Ja. 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 Ist Kura ausgefallen? Jetzt hier bin ich Kura ausgefallen. Ja, doch. Ich sehe das nicht. Ich hab gerade Blur. Ja, ich schalte mich eben hoch. Bravo für Alpha. Hast du mich gerade auf dem anderen Kanal gehört? Moment, warte. Lang vor Ort, wir befinden uns noch im Feuerkampf. Wir sind gerade genebelt. Wir versuchen, die Situation zu klären. Kommen. Becky? Hier. Mach den heile. Ach, was liegt da denn da? Moment. Ich hab Bedenken, dass eventuell hinten welche rauspushen könnten und uns von hinten mal laufen. Ja, ja, ich weiß. Bouncer, sicher du mal bitte nach hinten. Ja. Beziehungsweise sicher du Specky ab. Also ja, ich hörte dich irgendwo, aber ich glaube nicht auf... Bist du jetzt noch hier, Moriarty? Ja. Jetzt! Spray and Pray, Bouncer. Achso. Ja, weil du mich auf dem anderen Funk nicht gehört hast, dachte ich, du bist tot. Achso, nee, ich hab mich aufgeschalten. Wegen Overdown. Bouncer, sicher du die Straße hoch Richtung 1 auf. Here I am, once again. Auf. Bin wieder da. Ja, wir sind auch da. In vereinzelten Feuergefechten. Einem einzelnen Feind am Container direkt der erste. Mal kaputt. Versuche ich auch. Zeig dich. Hab ihn. Wunderbar. Oder du, ist mir egal. So, falls du laden musst, Pumpkin, jetzt ja, ich, ist ein guter Zeitpunkt. Genau, ich wollte gerade sagen, ich lade mal nach. Stimmen links hinten. Nee, check. Okay, du nimmst wieder. Specki, hast du noch Granaten? Ja, ich leg ein paar in meinen Rucksack. Ja.
Also Frags brauche ich. Frags habe ich auch noch dabei. So, das ist alles, was ich habe. Ich bedanke mich. Soll ich weiter hier sichern? Kann man einen Meter weiter zurück, aber ja. Check. Ich sichere jetzt mal die andere Straßenseite Richtung Nord. Sicher mal nach hinten, hör einfach zu. Specky, komm her. Hier. Check. Okay, gibt wahrscheinlich gleich Arbeit. Sollen wir versuchen, zu euch aufzuschließen? Ja, verstanden. Habt ihr noch aktuell Feindkontakt? Negativ. Nee, tut nicht. Bis auf die Stimmen da hinten. Okay, Jungs. Okay. Nein, nicht schon wieder. Was? Hier. Ja, Kura ist schon wieder ausgefallen. Ah, okay. Moment. Ich smoke. Das war keine Smoke. Okay. Oh, Koko hat's auch erwischt. Na toll. Ich gehe hier vorne an die Kante und decke von hier. Kannst du mal dicht machen, also nach hinten einer gucken und Medic am besten ran. Ja. Bin dran. Meinst du mit nach hinten sagt 0 die Straße runter? Ja, oder? Du siehst schon richtig gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Das ist wieder komisch. Der hat bei mir keine Verwundung und der wird wahrscheinlich von alleine wieder. Wo kam denn die Frag gerade her? Ja, es war bei mir auch so, Spielke, das schön so eingestellt zu sein. Ich hatte auch meine Verwundung auf einmal weg. Hat von euch sonst jemand was abbekommen? Nee. Eigentlich schon, aber ich bin schon wieder geheilt. Ist hier oben auf dem Haskus was? Also bei mir ist nichts. Ey, wir schießen hier wie blöd. Achtung, Frag! Na, wo bleibt unser verwundeter König? Er ist doch eigentlich völlig operabel. Ne, jetzt hat er wirklich mal eine Verwundung. Na, da kann ich jetzt auch mal was machen. Also gebt mir mal weiter Deckung, jetzt habe ich wirklich mal jemanden zum Operieren. Der ist nicht verwundet. Was soll denn das? Können. Ich habe jetzt gerade vollkommen vergessen, hätten funken können. So, kriegt doch mal Epinephrin. Jawohl. Wie schaut's aus, Cracky? Also er müsste eigentlich aufwachen. Es fehlt ihm meiner Meinung nach nichts. Okay. Gerne Frag drüber schmeißen über die Mauer. Mutig. Ich hab keine mehr. Okay. Ah, er ist wieder da. Okay. Jo. Irgendwie haben die das Medic-Menü hier verstellt. Da funktioniert einiges nicht. Nein. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich ohne Grund drauf gehe. Ja, ich hab nur eine Frag hier explodieren gesehen. Aber nein, die hat was war nicht hier, die war nicht hier. Hört, bin wieder da. Pack mal deine Jungs ein und sieh dich da hinten hoch über. Ich weiß, du bist anstrengend, aber einfach gleich.
Los, alle Mann, mir nach, im Sprung. Jetzt mir nach. Geht ihr mal bitte hoch. Ich bleib unten. So, Koko, ich baue erstmal einen, der hier lang sichert, an dieser Mauer. Baut da hat oder? Gerne mal einer gelugt. Dann schaut einer mal da runter, Richtung Nordwest. Dass die Alpha-Jungs erstmal frei sind. Und dann soll ich Nordwest machen? Ne, Pumpkin, Nordwest, langer Gang, Rico kurz, Richtung 178, an Hesco, da. Du kannst dich hier irgendwo hinlegen, ist mir egal. Am besten legst du dich irgendwie. Ich hab da mal einen deleted. Ja, sehr schön. Und Specky, leb. Wie üblich. Darf ich vorne noch das Haus vorziehen? Du kannst, ja, bis zum Haus. Zieh ans Haus vorher. Jawohl. Gucken wir mal an, wie die Lage hier oben ist. Rico lebt noch, ja? Das war im Bereich quasi bis zur vorderen Ecke gucken, wo die Hesbos da steht. Ja, okay. Ja, ich kann zwischen den beiden Hallen wirken. Auch noch ein bisschen links von der Halle. Moriarty, ich hätte dich hier gerne mit auf den Turm und dann würde ich mir Rico schnappen, dass ich mit dem vorgehe. Okay. Sehr gut. Okay, ich leih mir den Rico aus, ja? Moriarty? Gut. Melde mich ab. Komm. Ja, eindringen hat sich durchaus schwer gestaltet, aber wir sind jetzt langsam in dem Compound und versuchen jetzt die restlichen Teile von Vector Bravo zu sichern. Ja, genau. Komm. So. Wir machen hier Hack the Wall, wir gehen an der Wand vor, die sichert vorzugsweise geradeaus, quasi in Richtung Nordwest. Ich sichere ein bisschen nach links ab, weil so eine halbe Häuserkonformation. Wir gehen im Marsch vor zu diesem zu der Tür, die da links im Gebäude ist. Pumpkin sichert uns noch, dann kommt dieses Bau danach und auf der Höhe oder an der Reihe. Komponenten? Deswegen ist Slow jetzt weg. Keine Ahnung, der hat es nicht gesagt. Ich hab Beschuss, ich weiß nicht von wo. Ja, ich hab ihn, aber er hat mir einen Schuss verpasst. Cool, ich hab auch. Hier noch hockt er, ne? Becky, Mami, mal wieder heile. Ich übernehme deine Sicherung. Läuft. So. Gott sei Dank bloß eine Kleinigkeit. Ja. Bist du? Okay, dann. Becky? Schon wieder? Nee. Hurabot. Ist das sicher bei dir geschickt? Okay, Specky, zu mir. Bin da. An die Häuserkante. Ja. Wer ist verwundet? Ah, an die Ecke. Du musst mal hier sichern, dass uns hier keiner von nah an. Ah, nicht zu dicht an der Ecke, du sollst nicht zu weit rechts rumgucken, sonst bist du zu explodiert. Geradezu ist die Tür offen, die habe ich so im Verdacht, dass da welche herkommen. Stillhalten. Du wirst verarztet. Moriarty, kannst du alle runterholen oder ist einer von euch ausgefallen? Check, wenn du das hast, dann komm runter zu Specky, wir sind an der Hauswand. Bis geheilt. Gut, dann Moriarty und Rico kommen auch gleich. Ja. Ich habe hier gerade einen Feind im Nahbereich, zwischen den Containern. Check. Zwischen blau und Check, dann bei mir sammeln. So, ich muss jetzt mal pieken, dass wir gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Müssen wir es nochmal versuchen, mit mehr Mann diesen Gang da zu sichern. Also der Typ könnte hier noch sein, ich konnte mal eine 40 Mike Mike reinschießen. Okay, wir gehen in Deckung und dann kannst du einmal 40 Mike Mike frei. Ich bin in Deckung, du kannst los. Oh nein, das war zu kurz.
Hat doch gar nicht Knall gemacht. Na, wenn die zu kurz. Hab Kontakt an meinem Hausecke. Verdammt. Check. Okay, Rico, dann abbrechen. Ja. Ja, aber dein Junge! Aber dich auch, oder? Ja, mich auch. Ja, vorher schon. Irgendwie ist rechts. Coco, zieh mal an die Ecke vor, dass du jetzt die Bewegung benimmst und den Alter hier rechts lang weiterziehen. Da kommen wir zurück zum Turm, also um die Ecke. Genau, Bouncer muss dann hier die Ecke halten, dass wir keinen in den Rücken kriegen. Kriegst du das hin? Okay, ja, her? Gut. Okay, Bouncer, du kannst direkt hier sitzen bleiben. Yep. Finde ich gut. Ah! Also ich habe einen Kontakt im Gebäude, der ist gerade auf die Tür. Ich fall nicht um, ich hab den. Ja, check. Wo war denn der? Geht mal weiter zurück. Das übernimmt Coco. Die Seite. Ja, dann Pumpkin lösen. Dann ich wir gehen jetzt hier den. Ich bin jetzt weiter. Hier, hier. Vorsicht, hier, auf der Tür guckt die ganze Zeit immer einer raus. Hier, hier, hier. Da bin ich rein. Du übernimmst jetzt die Ecke erstmal. Seid ihr immer noch verletzlich danach? Ja, das Problem ist, hier haben wir alle Arme gebrochen und Kopf ist offen, ist fast rot. Ja, dann einmal zu Specki und reparieren lassen. So. Rico, du hast erstmal. Wir gucken jetzt um die Ecke um. Zu Specki. Achtung, Tür geöffnet, geschlossen. Specki? Hinter dir. Specki? Ja, Wand, da. Hier. Okay. Ich bräuchte mal ärztliche Hilfe. Prinzipiell würde ich zu. Du bist für mich in Ordnung. Specki wieder da. Keine Verletzung. Aber, dann. Einmal bei mir gucken. Prima, danke. So, bin fertig, bin wieder grün. Specki! Hier! Kannst du mich mal bitte angucken? Ja, also ich rücke jetzt hier an der Wand weiter vor und möchte mal in dieses Gebäude rein. Da gibt es eine Ecke, wo wir nicht so exponiert sind. Dann bringen wir in den Gebäude ein. Ihr haltet erstmal die Ecke als Rückzugspunkt. Ich ziehe euch dann langsam nach. Das muss ich echt nicht verstehen. Ich mache gar nichts und auf einmal bist du geheilt. Zeus! Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Zeus. Okay, Rico als 2, Mats als 3. Check. Check. In Marsch. Schmeiß euch vorher ein Flashbang rein, wenn ihr da reinstürmt. Ja, da war gerade einer drin, den einen hat rausgenommen. Noch mehr Schritte? Gebäude könnten uns unsere sein. Hat ihr Kontakt? Ist down. Check. Ziehe ich dich gleich hinterher, Pumpkin? Jawohl. Bonzo, komm mal zurück. Hier, komm. Ja, du kannst dich schon umdrehen. Das ihr zwei kommt auch mal zurück, schließt euch mir an. Bein frontal voraus von der Häuserwand. Alles klar. Bravo ist da. Bin hinter dir. Achso, ja gut. Du sollst diesen Gang draußen fahren. Wir dann einmal Richtung Nordwest und einmal Richtung
Boost, dass keiner uns quasi in diesen Gang reinfällt. Ja, check. Specky, du gehst rein. Genau, Pumpkin Richtung Ost. Bouncer Richtung West. Also, wie sieht's aus? Habt ihr das Gebäude jetzt gesichert? Zeus, wenn du mich hörst, dann heil mich mal. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich schwank rum wie besoffen. Zeit, komm. Check, so verstanden. Wenn es 2210 ist, dann selbstständig einleiten. Keine Sicht wegen der Smoke. Check. Wir kriegen das schon mit. Hast du noch immer Verletzungen beim Specky? Das ist korrekt. Es sind keine sichtbaren Verletzungen. Ich kann einfach absolut mein Gewehr nicht halten. Ich verliere dauernd Stamina. Kontakt vorne an der Ecke. Ja, hab ich so mit Kura, pass auf, wir haben gerade Kontakt an der Ecke. Lade, er ist noch immer da. Guck, was für dich denn vor? Ich wackel auch wie ein Besoffener. Habt ihr was gebrochen gehabt? Wisst ihr das? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte mir auch nichts gebrochen. Ey, der Rauch ist kotz. Ja, ist ein bisschen insane. Bouncer, wurdest du getroffen? Okay, Alpha, wieder zurück. Da, wo ihr reingekommen seid, macht vorher die Tür nach außen zu. Eventuell. Da ist gerade eine Smoke über die Wand geflogen. Ihr habt Feind drin. Wie bitte, wiederholen? Feind bekämpft. Ja, dann mach dich mal darauf gefasst, dass da gleich irgendwas um die Ecke kommt. Bouncer, hast du ja, die 40 mm... hast du wenigstens was getötet? Er war hinter der Ecke, ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab. Okay, aber vorher sonst Fragen. Sonst muss ich mir dumme Fragen gefallen lassen. Alles klar. Das lässt sich immer leichter argumentieren. Nee, dann sage ich ja. Lade nach. Was? Kann ja gar nicht sein, als ob du schießen müsstest. Ich hab grad zwei Gegner weggerotzt. Kannst du das eh, oder? Ich hab grad zwei Gegner weggeballert, die durch die Tür rein sind. So, Specky, du hältst hier kurz. Tür geht auf, Kontakt. Werf mal eine Granate durch die Tür raus, mal schauen, ob die was trifft. Halt irgendwer dann noch Munition und für mich? Stunner? Pack dir was in den Rucksack. Okay, Ich hab dir mal zwei Stück gegeben. Danke dir. Sonst müsste ich demnächst repacken, weil ich habe auch nicht mehr ganz so viel. Zieh den mal da weg jetzt. Specky ist verwundet. Das war jetzt der dritte Gegner, den ich weggehauen habe. Ja. Was, da weißt du, von wo das kam? Ich vermute links. Schau mal. Ne, da ist keiner. Ne, dann halt weiter die Stellung. So, jetzt raus aus der Tür. Raus, raus. Punkt. Achtung, aus dem Weg! Einmal rausgehen, rausgehen, rausgehen! Zurück. Erledigt. Aha, Kura, der Medic ist verwundet. Ja. Hab mich verbunden. Passt. Check. So, Bravo hält jetzt auch die Tür. Alpha, wir springen jetzt einmal auf die andere Seite zu diesen Betonbauern. Und los. Es kommt schon wieder sehr viel Rauch rein. Alles klar. Also mein Fahrzeug jetzt geht einmal komplett auf den Rumpf. Na, Menge Rauch. Also ich ziehe jetzt mal auf die Tür. Bei meinem Glück kommen da jetzt drei hintereinander. Tu das, tu das. Machst du sonst nichts? Also was tun wir denn jetzt? Alle mal hinter mir aufstellen.
Wir springen auf die andere Seite. Kommt ran, kommt ran, kommt ran. Auf 3 ist Sprung. 1, 2, aufstehen, 3. Bein drückt bald an, wir werden uns jetzt am Rand durch. Fein von hinten! Die Tür ist gerade aufgegangen. Die Tür ist gerade aufgegangen? Ja. Ja. Specky, du tauschst jetzt den Platz mit Bouncer. Bouncer, letzter Mann. Pumpkin geht vor. Cool. Und los. Spring. Tür ist wieder zugegangen. Ne. Ja, zieht euch langsam. Lasst euch langsam fallen. Du kannst rüber, Pumpkin. Ich sicher. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Ja, umfliegen auf die Fenster. Wir müssen jetzt raus aus dem Komfort. Wir fliegen bei Zeitung dort. Da ist ein Busch. Komm wieder zurück, Bonser. Komm wieder zurück. Halt weiter zurück. Komm zu uns, Bonser. Sei kein Feigling. Hinten gucken. Bonser? Bouncer, du bist um die falsche Ecke. Ihr seid irgendwo abgebogen, oder? Nein, wir sind einfach weiter gerade hier zu. Bouncer, ich komm mal. Hier. Hier auf. Nee, hier. Hier, komm mit. Und wieder mir nach. Fahrzeug, Fahrzeug. Wir haben eine Fahrzeugmeldung. Ja, Beeilung, Beeilung. Die SPZ nähert sich jetzt aufs Nord. Wir müssen uns über Süd rauskämpfen. Los, los, los. Ich komme auf die Gleise. Ich kann nicht mehr laufen. Ah, okay, gut. Weiter, weiter, weiter. Bin nach, bin nach, bin nach. Los, 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 los. Weiter, weiter. Ich kann halt nicht schlagen und ruhig. Alle dran, dann hier. Weiter. So, wir schmeißen Rauch nach hinten, dass man den Feind nicht sieht. Wer Rauch hat, Rauch nach hinten. Ich hab keinen mehr. Alpha hält noch seinen Rauch zurück. Ah, das sollte reichen. Ja, darum, 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 darum. Wieder zu, wieder folgen, folgen. Specki, renn nicht so vor. Specki, komm. Da bleiben. Wieder mal. Geht's noch, Specki? Passt, wir ja. Wir bleiben auf jetzt im Marsch, Marsch. Specki hat Probleme mit der Ausdauer. Bin orange, geht aber noch eine Weile. Komm durch bis zum Durchbruch, wir halten hier dann kurz. Kommt er wieder raus? Ah, scheiße. Unsere Sicherungsrichtung ist Ost. Also beim Gesetz, ich stell dich mal hier hin, guck, ob du auflegen kannst, ob sich das irgendwie lohnt. 3-7 für 3-1 kommen. Oh ja. Ist dann irgendwas explodiert? Angenehm. Zur Info, konnten jetzt Compound Richtung Süd verlassen für den letzten Sprung, machen wir kurz zusammen einen Break. Da ist haben wir Fahrzeuge. Wir haben hier ein paar Quads. Ja, hier ist gerade ein Quad durch die Mauer geflogen. Da stehen 2 Quads hinter dem Gebüsch. Drei. Wir ziehen uns jetzt über das Gras zurück zu diesem Compound zu Rally Point Alpha. Komm. Also du. Könnt ihr noch mal vereinzelt Schützen schicken, dass wir noch mal ein bisschen unter Beschuss fallen. Kura,
Also wir hätten hier 5 Squads mit jeweils 2 Mann, 10 ja, Leute. Ignoriere das einfach. Das ist gar nicht da. Das war nicht geplant. Die haben einen Fehler in der Zeit gehabt. Die haben gedacht, nur 22 Uhr ist Schluss. Nee, 22.30 Uhr haben gesetzt. Gut. Wie sieht's aus mit Stamina? Gut. Specki? Beiß, passt. Für euch zur Info, Ende der Übung ist angesetzt für 22.30 Uhr. Tatsächlich. Fahrzeuggeräusche? Gut. Jetzt einfach vor, hier durch das Gemüse. Bleibt weiter in Sicherung bei uns. Schmeißt mal nochmal Rauch, dass wir nicht gesehen werden Richtung. Ich kann nichts mehr sehen. Kannst nichts mehr sehen. Ja, weil er hingefallen ist. Er ist hingefallen. Oh. Gut. Wohin wir es Rauch haben? Einfach hier in den Eingang schmeißen. Und dann weiter vor. Gut, und Bravo hinten dran, wir ziehen uns als Kolumn zurück. Los, los, los. Ja, so war das nicht gemeint, aber ist okay. Die ist ja süß. Können wir ausmachen, von wo die schießen? Oh, das sind unsere. Alle Mann, mir nach. Eins geht. Zwei geht. Drei geht. Vier geht, Trupp geht. Down. Ah, hier ist er. Ja, schwer verletzt. Kann ich stützen? Das ist kein gebrochenes Bein, ich kann einfach nicht mehr laufen. Becky, komm her. Stop. Ich habe ein gebrochenes Bein, Becky. Nimm mich. Lauf zur nächsten Stellung, los, gib mir Feuerschutz. Guck, dass du Bolzer mitnimmst. Bolzer, wo bist du? Bring den in Deckung. Wo ist er? Ich weiß nicht. Ist Bonzer bei dir? Ich bin bei dir. Ah, okay. Bounce auf Funkloch. Nee, wir haben ihn. Ich bin bei Funkloch. Dead. Wo Feuerschutz? Feuerschutz aufbauen. Aber nicht vor uns. Eigene auch, also aufpassen. Wenn ihr nochmal Smokes habt, haut die raus. Hat jemand von euch Rauch? Negativ. Nee. Bautz, hast du Rauch? Wir schießen nicht auf den Panzer, wenn wir ihn sehen. Das hat keinen Sinn. Das hat mich verarztet. Push. Ah ne, zieh zurück. Okay, es geht weiter. Bleib doch nochmal unten. So, jetzt alle Mann. Wahnsinn. Alle Mann, mir nach. Ich sehe gar nichts. Mir nach, folgt der Stimme, folgt der Stimme, mir nach, folgt der Stimme. Ist einer umgefallen? Beinbruch.
bin wieder da. Ich trag dich, ich trag. Passt, ich kann wieder laufen. Kommst jetzt hierher. Ich kann ihn nicht tragen. Also einfach Richtung Südost. Sind unterwegs. Komm, Spicky, dranbleiben. Beinbruch, kein Problem, ich komm wieder. Lauft in den Rally Point, lauft in den Rally Point, einfach weiterlaufen, ich kümmere mich um Specky. Passt schon, das ist nur ein Beinbruch, mich haut's gelegentlich hin. Ja, dann sammle ich dich auf. Oh, ohne Aufnahmen, Rally Point. Alle drin. Übungsende, wir sammeln uns kurz im Transport. Übungsende. Na, großes Feuerwerk. So. Dann sind wir ja heute überpünktlich fertig. Dementsprechend, ja. Sicher nicht vergessen. Ja, genau. Guter Hinweis. Ja, möchtet ihr noch was loswerden zur Übung? Habt ihr noch irgendwie Abschlussfragen zu irgendwelchen Themen, die euch jetzt noch aufgekommen sind? Naja, nur eine kurze Anmerkung. Also wenn wir in dem Tempo vorrücken sollen, wie wir es jetzt zum Schluss gemacht haben, dann können wir das komplette CQB eigentlich sein lassen, weil das bringt dann eh nichts mehr. Weil du guckst in keine Richtung mehr, du hast keine Sicherungsbereiche mehr, du bist eigentlich nur noch am geradeausrennen. Genau, weil wir ja Info, also ich hoffe, du hast durchgekriegt, weil wir ja SPZ von Nord gekriegt haben, mussten wir jetzt Beine in die Hand nehmen. Ja, finde ich aber auch schwierig, wenn vor uns noch Gegner ist, dann rennen wir rein, ohne... Ich glaube, er möchte eher anmerken, wir wollten CQB üben. Das haben wir teils, es wurde aber unterbrochen. Ja, das war Absicht. Aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir, bevor wir uns zurückfallen lassen, schon wenigstens in näher Bereich Alpha waren. Und den schon fast fertig haben, aber wir sind ja kaum aus Bravo rausgekommen. Das war auch ein bisschen viel Fallkontakt da. Keiner hätte vielleicht einen Gang runterfahren können, aber ich hätte mich auch was melden können. Er ist sehr leise, er kann sich wieder lauter stellen. Hm. Ja gut, so, könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Ja, in echt, das heißt, in echten Aufgabe würde eins Kunden nie so einen großen Compound bekommen. Allein. Beim nächsten Mal schauen wir vielleicht, dass wir kleinere Compounds nehmen zur Übung, das ist dann realitätsgetreuer. Nee, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber Fight in Platoon-Stärke, also das war jetzt schon mehr als ein Platoon, was wir da über den Haufen gesäbelt haben. Ja, alles gut. Ist auch in Ordnung. Ist eine ordentliche Herausforderung, aber das heißt, es ist halt nicht realitätsgetreu. Ihr habt eine Übermacht gehabt und hätten Guy, Micha und ich, die nicht einzeln gesteuert, ja, hättet ihr keine Chance gehabt, sagen wir es mal so. Jo, also, wenn das wirklich an Feindkräfte gewesen wären, dann wäre es wie am Anfang gewesen, ihr schaut drüber, überspringt ohne große Sicherung und dann wäre es gibt keine Meldung nach oben oder die Meldung dauert lange nach oben, dann war es das für den Squad. Oder auch für ein ganzes Platoon. Aber bis dahin, ja, ihr habt euch durchgekämpft, von daher. Ja, alles weitere in der Nachbesprechung von mir. Ja. Noch irgendwas zu den Themen davor? Wie hat euch das gefallen? Tiefgehend genug oder war euch too much? Nochmal was? War gut. War genau also richtig. 148 CTAP. Okay.
C-Tap waren jetzt noch einige Sachen dabei, die ich so noch nicht kannte, also war gut. Und auch nochmal ja. Javelin und Sidewinder, die weißen die, zu schießen, also war auch beides gut. Ja, Artikel fand ich sogar fast noch besser. Ja, das war nochmal ein guter Punkt, den wir so on the fly noch mit zugepackt haben. AT4 schießen, ja, die gibt's auch noch. Die schießt also frontal sind so unzerstörbar, die Dinger. Das habe ich getestet. Ja. Eine Frage hätte ich noch an die Zeuse. Seid ihr geistig noch da? Ja. Folgendes. Ich hatte den Eindruck, wenn ihr mich mit der Zeus-Funktion heilt, dass das irgendwie mit dem Heilsystem kollidiert, was wir hier verwenden. Also ich war teilweise sowas von außer Atem und das hat sich nicht mehr aufgefüllt. Das hat eigentlich genau ab dem Moment angefangen, wo ihr mich zum ersten Mal geheilt habt. Kann das sein? Ich bin auch gern gesund, aber fall die ganze Zeit hin. Also irgendwie ist da was. Irgendwas passt da nicht zusammen. Ja, wir wollten das jetzt nicht zu lange verzögern. Ihr wisst ja, wie das Medic-System an sich funktioniert und ob du jetzt 5 Minuten wirklich jemand hochholst, haben wir uns jetzt eher gedacht, dass du... Muss man sich nur merken. Du hast deinen Job getan, dass du zu den Personen hingelaufen bist und das war jetzt erstmal die Intention, dass das ja heute jetzt nicht richtig funktioniert hat. Ja, in der Mission ist das nochmal was anderes. An einem Freitag wird das so ja nicht geschehen. Aber ist vermerkt. Es war einfach nur um Beschleunigung, um mehr Zeit für das Üben, Ausfall, etc. zu bekommen. War auch keine Kritik, das war bloß die Meldung, dass es anscheinend da gewisse Hackeleien gibt, wenn ihr das Heilen an den Leuten anwendet. Ist verstanden, war nur die Erklärung. Alles klar. Nur zeitlich, deswegen. Und es kam auch, auch Coco, du hast einmal gesagt, so, wie sollen die mich hier hinter der Mauer bekommen? Ja, korrekt. Granate ist aber, es gibt auch Splitter, die ich da auch trotzdem treffen können. Jurisch, das ist ein Running Gag. Okay. Aber ansonsten, es ging darum, dass Teamführung ausfällt und da müsst ihr schauen, Kura nochmal draufsetzen. Ihr müsst schneller nach oben kommen. Coco hat das dann versucht, aber als Coco, was heißt ausgefallen ist, Kura ausgefallen, Moriarty ausgefallen ist, ist nichts gekommen. Dann ist die Frage an die Mannschaft, da wurde überhaupt intern irgendwie kommuniziert zum anderen Team oder ist das also alles? Das war Absicht, dass jetzt die Kommunikation zu dir jetzt nur kam, wenn ich jetzt ausgefallen war. Oder wenn jetzt nur Moriarty ausgefallen ist, beziehungsweise. Nee, ihr wart alle drei ausgefallen gleichzeitig und es kam gar nichts. Okay, also ich hab's definitiv nicht mitgekriegt. Moriarty ja, aber Kura-Ausfall. Es gab einen Punkt, wo wirklich alle drei Führungsriegen ausgefallen sind, explizit von uns nochmal durch und es kam nichts. Die restlichen Mannschaften haben sich mehr oder weniger angeguckt, sie haben noch versucht, Sicherungsposition zu halten. Dann wurde an Coco drangegangen und wurde versucht zu verarzten. Aber ansonsten, es kam keine Meldung nach oben. Ausfall, Komplettausfall, Führung 3-1, gar nichts. Kurze ja, das Frage. War mir auch aufgefallen. Ja, bitte. Was war das Erste, was du mir geantwortet hast? War das Test bestanden? Test bestanden? Nee, nicht Test bestanden. Das war ein Funkfehler. Das war verstanden. Deswegen, ich war kurz verwirrt und dachte, du hast gesagt sowas wie Test bestanden und dann habe ich nicht mehr gefunkt, deswegen bis du dann mal angefunkt hast. Deswegen habe ich dich aber auch versucht, nochmal zurück anzurufen. Aber das Problem ist aber auch, dass wir relativ lange Zeit gesplittet waren. Das bedeutet, Alpha ist mit ihrem Funkkreis 50 Meter in der Richtung unterwegs gewesen, Bravo in der. Und wenn da alle ausfallen, dann spricht halt keiner miteinander. Das ist korrekt, Moriarty, aber das ist ja der Punkt. Warum wird dann nicht, wenn der Teamleader nicht mehr in Kontakt. Das heißt, ihr sprecht ja miteinander, während ihr vorgeht. Und wenn die Mannschaft dann mitbekommt, dass der das Teamleader nicht mehr mit ihnen spricht, warum kommt dann nicht die Meldung erstmal zum Squadleader? Und wenn der Squadleader sich nicht meldet, fuck, irgendwas ist im Magen. Und wenn da gar nichts kommt, dann ist es halt, die Kommunikation nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann. Ja, dazu gerade von mir. Mir war es auch aufgefallen, dass also ich hatte gerade gesehen, Kura ist umgefallen und dann fiel direkt hinter mir Coco um. Fang da nicht an, rumzufummeln. Das ist mir leider jetzt erst aufgefallen mit diesen Steuerungen, Pfeiltasten. Das hilft. Du brauchst nicht das Funkgerät aufzumachen, du brauchst nur einmal Steuerung runter, hoch oder was so immer zu drücken und dann kommt man schon mal im Funkkanal weiter. Weil das war nämlich mein Problem. Ich stand da und ich habe erstmal versucht, ein bisschen Sicherung zu halten, weil da gerade irgendwie auch Feindkontakt war und dann macht man halt nicht das Funkgerät auf, das ist halt in der Situation halt scheiße. Alles gut.
Das soll aber auch, das heißt, auch wenn das jetzt hier sehr niederschmetternd klingt, wir sind hier im Übungsszenario. Nee, ihr habt, das heißt, euch hier heute Abend versammelt. Erstmal danke dafür, dass ihr überhaupt Zeit genommen habt, um das Ganze zu trainieren, um besser zu werden. Das ist ja das Sinn von der Übung. Der Fehler ist jetzt aufgetreten und jetzt müssen wir daran arbeiten. Nee, aber das war mir vorher nicht bewusst, dass es diese Steuerung Hoch-Runter-Taste überhaupt gibt, dass das als Funktion vorhanden ist und das vielleicht für den Rest, dass man es dann auch weiß, dass man es benutzen kann. Alles gut, ist ein guter Punkt. Ist aber, das heißt, ich will jetzt euch aber nur nicht, was heißt, niedergeschmettert in den Abend jetzt lassen und dass ihr morgen keinen Bock habt, irgendwas zu machen. Das soll jetzt nicht der Schluss sein, bitte. Ihr sollt daraus mitnehmen, ja, ist jetzt blöd gelaufen heute, passiert halt nicht nochmal, nach dem Motto, ja. Fehler sind da, um daraus zu lernen und das schafft ihr. Und das heißt, 3-1 hat bis jetzt gute Arbeit geleistet bei Freitagsmission und das wird 3-1 auch weiterhin machen. Von daher. Ja, das würde ich gerne nochmal im, sag mal, jetzt zwischen uns nochmal. Ja, besprechen. Das besprechen wir nochmal im Sponsen. Oh, das heißt, wir müssen gucken, wegen der Uhrzeit, ansonsten sprechen definitiv nochmal Koran. Ich will jetzt nur deiner Mannschaft nicht, das heißt, oh, was hat er jetzt Plutonsausch und gesagt, ist alles Kacke? Nee. Ist jetzt blöd gelaufen, aber mein Gott, ich will jetzt nicht drauf rumtreten. Ich schon. Jurisch, wäre das eine Idee, wenn man das mit dem Steuerung-Pfeiltasten vielleicht sogar in dem Basismodul mit schult? Ich finde das auch hilfreich. Ja, absolut. Kann man anstoßen, könnte ich nochmal nach oben weitergeben. Ist aber auch eine Sache, was an. Hört ja nicht auf zu lernen, was die Teamleader und Squadleader auch noch, ist ein Punkt. In der Basisausbildung kriegt ihr ja nicht alles mit. Man kann nicht überall so tief reingehen. Die Zeit ist begrenzt und die wirklich fertige Ausbildung von Private One auf Private Two geschieht in der Mannschaft und da muss sowas aufkommen, solche Tipps und Tricks. Spätestens, von daher. Ja, kann man machen, sehe ich aber auch die Mannschaft oder die Squad und Team, die da in der Verantwortung ist, ihren Mannschaft dann sowas beizubringen. Zu uns, Kura, ich gebe dir wieder das Ohr zurück. Ich habe jetzt erstmal fertig. Dann, du hast es organisiert, du, deinen Squad. Wenn jetzt nicht Micha oder Sky noch was hat. Nö, erstmal fertig. Gut, dann will ich euch nicht länger abhalten von Dingen, die ihr jetzt noch erledigen möchtet. Denn danke, dass ihr da wart. Ich treffe mich jetzt nochmal mit Sky, Misha und Jurisch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hua! Ja, ich hab's gemacht. Hua! Ruhigen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Gleichfalls. Bis morgen. Bleiben wir hier, oder? Ich hätte jetzt hier im TS gemacht. TS, okay. TS.